Herzlich willkommen, Jens. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns hier alle duzen. Das heißt, ihr müsst aufhören, uns zu siezen. Jens. Tilo. Wo warst du, als der Euro beschlossen wurde in den 90ern? Ja, warst du noch Student? Nee, ich war Schüler. Also ich war letztlich 87, war ja die Diskussion der Delors-Gruppe sozusagen entgegen, hat sozusagen einen Pfad aufgenommen. Und das war die Zeit, in der ich das Abi gemacht habe. Ich bin ja dann relativ direkt nach meinem Abitur nach Frankreich gegangen, habe dort angefangen, Volkswirtschaft zu studieren. Und das war im Grunde die Zeit, an der die europäische Integration auf dem Währungsgebiet ganz intensiv diskutiert worden ist. Und das gipfelte ja dann in dem Delors-Bericht oder in dem Abschlussbericht der Delors-Gruppe. Ich habe gehört, dass damals ein Deal bei der Wiedervereinigung war, dass man den Franzosen zugesagt hat, okay, wir machen den Euro. Ist das richtig? Da war ich jetzt nicht dabei, also insofern kann ich das nicht bestätigen. Ich glaube, das ist ein Gerücht, was ja immer wieder auftaucht. Ich denke mal, das hat vielleicht bei dem einen oder anderen im Hinterkopf eine Rolle gespielt. Ob das jetzt so direkt als Forderung im Raum stand, das würde ich eher bezweifeln. So, und jetzt 1999 wurde der Euro als Buchgeld eingeführt, 2002 haben wir das Bargeld bekommen. Wann wurde das denn beschlossen? Also wann war das? Na, das ist ja ein Prozess gewesen, wie gesagt. Das hat angefangen in den 80er Jahren oder auch schon früher. Die Idee ist ja schon ganz lange diskutiert worden. Dann der Delors-Bericht war sicherlich ein entscheidender Punkt. Dann kam der Maastricht-Vertrag 92, Gründung des Europäischen Währungsinstituts 94. Das ist die Vorgängereinrichtung der Europäischen Zentralbank gewesen, die dann 98 übernommen hat. Also das war ja ein Prozess. Und das war durchaus eine Zeit, in der ich diesen Prozess auch als Beobachter intensiv begleitet habe, als Student dann später. Ich habe ja Volkswirtschaft mit dem Schwerpunkt auch Geldpolitik gemacht und da hat mich das natürlich interessiert und fasziniert. Und warst du damals der Meinung, so wie das der Euro konzipiert ist, dieses ganze System ist so, wie es sein muss? Naja, das war ja durchaus umstritten, ob die Voraussetzungen erfüllt waren für eine gemeinsame Währungsunion und letztlich ist es ja so, wir binden uns aneinander mit einer gemeinsamen Währung, geben ein ganz wichtiges Politikinstrument auf, nämlich die nationale Geldpolitik oder eben den Wechselkurs, wenn man so möchte. Und das erfordert eine gewisse Konvergenz der Volkswirtschaften, aber auch der Wirtschaftspolitik. Und damals gab es ja durchaus auch Zweifel, ob das in ausreichendem Maße bei einigen Ländern auch schon stattgefunden hatte. Und die Diskussion haben wir auch sehr intensiv verfolgt. Aber also du merkst, ich habe die Frage ein bisschen umschifft. Ja, ja. Es gab ja immer so keine Währungsunion ohne eine politische Union. Ich fand den Gedanken faszinierend. Also ich habe in Frankreich zu einer Zeit studiert, wo eine Überweisung in D-Mark, in französische Francs mehrere Tage gedauert hat. Ich wusste also am Monatsende nie so richtig, ob mein Geld jetzt da war. Das war kompliziert. Es hat gedauert, bis mein Abitur anerkannt war, da musste ich eine Extraprüfung machen. Das sind ja alles Facetten der Integration, die man vielleicht schnell ausblendet und die damals wirklich noch Hürden waren auf dem Weg zu einem gemeinsamen Europa, die wir heute alle überwunden haben. Und die gemeinsame Währung ist natürlich das sichtbarste Symbol dieser Vereinigung. Also ein Symbol, was wir täglich im Portemonnaie haben, mit dem wir uns täglich auseinandersetzen. Insofern fand ich das schon einen tollen Gedanken, eine tolle Idee und einen Fortschritt. Aber gab es damals quasi die Vorstellung, okay, wenn wir die Währung einführen, wird der Rest von alleine dazukommen? Ne? Also eine politische Union, eine gemeinsame Wirtschaftspolitik? Ja, ich glaube, die Vorstellung damals war schon, dass es gab ja verschiedene Denkschulen, verschiedene Theorien und die eine, die war genau entlang deiner Argumentationslinie, die Währungsunion wird am Ende schon zu einer politischen Union führen. Ja? Und das ist ja in dem Maße nicht passiert, wie man es damals erwartet hat. Und genau der Kern der Diskussion über die Zukunft Europas, die wir derzeit haben. Aber warum ist das nicht passiert? Naja, weil es den Ländern nicht so einfach fällt, nationale Entscheidungsrechte aufzugeben. Im Kern geht es ja darum, dass die Länder sagen, wir haben Politikbereiche, die wir gerne gemeinschaftlich entscheiden wollen. Das haben wir bei der Geldpolitik gemacht, vielleicht auch, weil die Geldpolitik ein bisschen entfernter ist von dem, was im eigentlichen Politikbereich so passiert, was die Regierungen vielleicht im Kern ihres Geschäfts interessiert. Und wenn es dann an den Haushalt geht zum Beispiel, an die Steuerpolitik, dann ist das viel, viel schwieriger. Und das sieht man ja derzeit auch, muss ich ja nur die Diskussion um die Haushaltsregeln anschauen beispielsweise.
oder die Diskussion um eine gemeinsame Bemessungsgrundlage bei den Unternehmenssteuern. Das ist halt viel schwieriger. Das heißt im Grunde ja auch, dass die nationalen Parlamente weniger zu entscheiden haben. Gibt es schon erste Fragen an Jens? Da, komm, hinten. Ich habe eine Frage genau zu dem Thema, nämlich zu dem, also zu der Einigung, dass man sich in der Geldpolitik geeinigt hat, das zusammenzumachen und in der Fiskalpolitik aber nicht. Das wird ja immer wieder aufgeworfen. Varoufakis beispielsweise ist ja auch ein großer Anhänger, Schäuble eher Gegner. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Wäre das ein Schritt? Deine Meinung. Genau. Oh, sorry. Ja, wie ist deine Meinung, lieber Jens, dazu? Wäre das ein Schritt, der Europa auch helfen würde? Das wäre sicherlich die konsequenteste Weiterentwicklung. Eine Währungsunion, die ergänzt wird durch eine politische Union. Und insofern ist das sozusagen der Zustand, den ja viele auch als Fernziel sehen. Auf der anderen Seite ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, dass Haftung und Kontrolle eben zueinander passen. Also letztlich muss das System so funktionieren, dass verantwortlich entschieden wird, dass eine solide Politik betrieben wird. Und das passiert eben nur dann, wenn diejenigen, die entscheiden, auch die Folgen ihrer Entscheidung auch tragen müssen. Das ist wie im normalen Leben auch. Wenn wir alle auf deine Kreditkarte heute Abend essen gehen, dann nehmen wir vielleicht noch eine extra Portion. Wenn wir selber zahlen müssen, überlegen wir uns das nochmal. Also Haftung und Kontrolle gehören zusammen. Und insofern ist das für mich bei der Weiterentwicklung der Währungsunion auch der entscheidende Punkt. Und ich kann dieses System im Grunde auch umsetzen mit dezentral national organisierten Haushaltspolitiken. Das war ja der Ansatz von Maastricht damals, dass man gesagt hat, wir haben nicht die Kraft, die politische Union jetzt zu beschließen. Das heißt, wir arbeiten weiter mit unabhängigen oder national eigenständigen Fiskalpolitiken. Gleichzeitig geben wir uns aber gemeinsame Regeln. Und schon die Einhaltung der Regeln zeigt ja, wie schwer es ist, nationale Souveränität in dem Bereich aufzugeben. Insofern ist mein Ansatz eigentlich, natürlich ist das vielleicht ein Idealbild und ein mögliches Fernziel, aber das hilft uns im Hier und Jetzt nicht weiter. Wir müssen den Rahmen, den wir haben, einfach weiterentwickeln, und der basiert nun mal auf eigenständigen nationalen Haushalts- und Finanzpolitiken. Und man muss diese Schritte eben einer nach dem anderen machen und nicht den einen vor dem anderen. Ja, die Nachfrage ist die, dass das ja die beiden Politikzweige sehr miteinander verflochten sind. Und natürlich gibt es gemeinsame Regeln. Oh, sorry. Aber die Frage ist, inwiefern denn diese Regeln auch einfach angepasst werden können und da das weitergetrieben wird. Also diese Verflechtungen hat man damals bei der Gründung der Währungsunion ja gesehen, und deswegen dienen ja die Haushaltsregeln aus meiner Sicht einem wesentlichen Zweck, nämlich die Geldpolitik vor der Fiskalpolitik oder vor ausufernden, wenn man so möchte, unsoliden Staatsfinanzen zu schützen. Weil man in der Vergangenheit immer wieder erlebt hat, dass hohe Staatsschulden auch zu einem Druck auf die Geldpolitik führen können, diese Staatsschulden zu monetisieren, also wegzuinflationieren, wenn man so möchte. Und das wollte man verhindern, und deswegen haben wir die Haushaltsregeln. Es gibt auch noch ein paar andere Gründe, aber aus meiner Sicht ist das, aus meiner Sicht als Geldpolitiker, ist das natürlich ein wichtiger Grund. Und deswegen sind die Regeln so wichtig. Ohne diese Regeln, über die man im Detail natürlich immer diskutieren kann, aber ohne diese Regeln wird die Währungsunion nur sehr schwer als Stabilitätsunion zu erhalten sein. Gut, wir haben da oben links, Jens, den nächsten Frager. Hallihallo. Wer bist du? Ich bin der Niklas, und ich hätte eine Frage, und zwar geldpolitisch sind wir aktuell schon an einem ziemlichen Tiefpunkt angekommen mit Negativzinsen und so weiter. Was gibt es eigentlich noch als Reserve, wenn es jetzt wieder crasht? Und was könnte die Bundesbank sozusagen noch liefern? Und wie weit wäre die Bundesbank auch bereit zu liefern? Also würde die Bundesbank zum Beispiel Helikoptergeld mitmachen oder ähnliche abstruse Projekte? Oder sagt irgendwann die Bundesbank so, nee, das nicht mit uns? Also die Bundesbank liefert, also erstmal, Tiefpunkt klingt jetzt sehr negativ. Diese Sprache würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen, aber du hast sicherlich recht. Die Zinsen sind sehr weit unten angekommen, und wir haben ja über die Nullzinsgrenze diskutiert und wie weit man mit der konventionellen Geldpolitik noch weiterkommt. Und das ist ja genau sozusagen der Gegenstand deiner Frage. Wenn man jetzt mit dem, was wir üblicherweise machen,
nämlich die Zinsen am kurzen Ende des Marktes beeinflussen, in der Erwartung, dass das dann die Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft beeinflusst und damit auch die wirtschaftliche Aktivität und den Preisauftrieb. Wenn da nicht mehr viel geht, was hat man dann noch? Und da haben wir ja ganz verschiedene Maßnahmen beschlossen, die wir alle als unkonventionell bezeichnen und die eben im Gegensatz auch zum normalen Geldpolitik, in Anführungszeichen, auch mit stärkeren Nebenwirkungen verbunden sind, weil sie viel direkter in den Markt eingreifen, als das eben sonst der Fall ist. Und das ist eine stetige Abwägung von Wirkungen und Nebenwirkungen, die wir im EZB-Rat dann gemeinsam treffen müssen. Und ich bin bei den Staatsanleihenkäufen eben besonders skeptisch gewesen, gerade eben aus den Gründen, die wir andiskutiert haben, weil die Grenzen zwischen Geld- und Fiskalpolitik verwischt werden können, weil auch die Anreize zu soliden Staatsfinanzen vielleicht untergraben werden können. Aber wir sehen zwar alle sehr konservativ aus, aber haben doch eine gewisse Vorstellungskraft. Also insofern würde ich darauf bauen, dass den Notenbankern im Zweifel schon was einfällt. Aber bei jeder Maßnahme muss man eben Risiken, Nebenwirkungen diskutieren. Und manchmal ist das durchaus komplexer, als dass der erste Blick auf die Diskussion beispielsweise beim Helikoptergeld, der ganz andere Fragen, also das ist ja, um das mal als Beispiel zu nehmen, da verteilt man ja sozusagen das Geld unter den Leuten, das stellt sich ja, das hat ja direkt offenbaren Schnittmenge zur Sozialpolitik. In welche Diskussionen kommt da die Notenbank eigentlich rein? Kriegt da jeder übrigens das Gleiche? Oder die, wo das Einkommen, das Durchschnittseinkommen ein Drittel ist, kriegen die dann auch weniger? Ist das noch gerecht? Also die Notenbank liefert sich ja da auch einer Diskussion aus, die sie extrem politisiert. Und dann stellen sich natürlich auch noch viel technischere Fragen über die Notenbankbilanz beispielsweise und über das Vertrauen in die Notenbank, die nicht ganz ohne sind. Aber trotzdem haben wir ja in der Vergangenheit gezeigt, dass wir durchaus, sagen wir, Änderungen im Rahmen auch wahrnehmen und dann darauf reagieren können. Aber du hast auch recht, und das ist ja ein Thema, was mich umtreibt als Geldpolitiker, dass wir sozusagen nicht mehr viel Wasser unterm Kiel haben, wenn man es mal ein bisschen bildlich ausdrücken möchte. Wir haben in der Krise sehr stark reagiert und sozusagen aus allen Rohren geschossen, wenn man so möchte. Und jetzt sind wir konfrontiert mit der wirtschaftlichen Abschwächung zumindest und wir diskutieren, inwieweit die andauern wird. Und die Frage stellt sich, welche Instrumente haben wir noch? Das ist richtig. Bist du zufrieden mit der Antwort? Ja. Jens, du hast gerade konservativ angesprochen. Bist du Konservativer, also bist du in der CDU, da bist du Linke, bist du bei den Linken, bei den Grünen? Also wenn du jetzt die Parteizugehörigkeit ansprichst, bin ich in weder der einen noch in der anderen Partei, die du angesprochen hast, oder hast drei angesprochen, also in keiner Partei. Das ist ja auch als Notenbanker nicht notwendig. Konservativ meine ich, also die Volkswirte unter euch, die kennen ja die Literatur über die Notenbanken und da gibt es eine ausgiebige theoretische Literatur, die zum Ergebnis hat, dass die Notenbanker immer ein bisschen konservativer sein müssen als der Rest der Gesellschaft und dann das bessere Ergebnis abliefern. Aber konservativer jetzt nicht im parteipolitischen Sinne natürlich. Du bist ja Bundesbankchef. Bist ja. Du quasi der Pressesprecher von Herrn Draghi? Nee, oder bist du irgendwie so der Stellvertreter? Wie ist die Konstellation zwischen euch? Ist er dein Chef? Also ich glaube, er hätte sich einen anderen Pressesprecher ausgesucht. Er hat ja auch eine Pressesprecherin, also seine Mitarbeiter stellt er schon selbst ein. Ich habe auch einen, der steht da hinten. Also wir sind alle Mitglieder im EZB-Rat, also ich habe mehrere Funktionen, wenn du so möchtest. Zum einen bin ich Chef einer deutschen Behörde, Bundesbankpräsident. Zum anderen bin ich Mitglied im obersten Entscheidungsorgan des Eurosystems, also da, wo die Geldpolitik entschieden wird, das ist der EZB-Rat. Und da sitzt Mario Draghi drin, da sitzen die anderen Mitglieder im Executive Board der EZB, vom Executive Board der EZB drin und alle nationalen Notenbankgouverneure. Und wir entscheiden gemeinschaftlich über die Geldpolitik und diskutieren die Geldpolitik dort und da hat dann jeder eine Stimme. Aber natürlich ist klar, der Chef eines Gremiums kann natürlich die Agenda gestalten, also insofern ist es nicht ganz unerheblich, wer Chef eines solchen Gremiums ist. Wie oft telefoniert ihr pro Woche? Na, wir sehen uns ja alle zwei Wochen, das ohnehin. Also wir haben einen relativ engen
engmaschigen Kalender an Treffen. Wir sehen uns alle 6 Wochen, nicht nur wir, also Mario Draghi und ich, sondern die Notenbanker der Welt treffen sich alle 6 Wochen in Basel bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Da bin ich Verwaltungsratsvorsitzender, da habe ich nochmal einen Hut auf und da diskutieren wir auch. Also wir haben eigentlich keinen Mangel an Austausch. Und wenn es dann nötig ist, telefonieren wir halt oder treffen uns zum Essen. Aber ihr versteht euch gut. Naja, wir haben so unsere Differenzen, das ist ja in Bezug auf manche Fragen, aber das ist doch auch total in Ordnung. Also wenn wir alle die gleiche Auffassung hätten, dann müssten wir uns nicht treffen, um zu diskutieren. Gibt es eigentlich weibliche Notenbankchefs oder Frauen als Zentralbank? Ja, also es gibt wenig, muss man sagen. Also unsere Gruppenfotos sind jetzt nicht sehr bunt, was auch da liegt, dass fast alle graue Anzüge anhaben, aber es gibt auch weibliche Notenbankchefs. Die bekannteste, die allerdings jetzt nicht mehr, die also gewesen ist, als Notenbankchefin, ist Janet Yellen, sicherlich. Also die FED hat ja eine weibliche Chairman, sozusagen Chairwoman in dem Fall. Aber wir haben auch im Eurosystem die Kollegin aus Zypern beispielsweise, die Kollegin aus Zypern. Gut, wir machen mal da hinten weiter. Magst du dich kurz vorstellen und was ist deine Frage an Jens? Also ich bin Stefan und ich hätte eine Frage, wem gegenüber du dich persönlich verpflichtet fühlst bei den Entscheidungen. Wir hatten, glaube ich, ein Seminar über die politische Unabhängigkeit von Zentralbankern. Und wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, ist es verpflichtet gegenüber den Wählern, der Politik oder der Wirtschaft im abstrakten Sinne? Nee, den Wählern, ja, also mich hat ja keiner gewählt. Das ist ja der Vorteil der Unabhängigkeit. Ich fühle mich den Bürgern Europas verpflichtet. Ich habe ja ein klares Mandat, das mein Handeln leitet, zumindest in der Geldpolitik. Das ist die Preisstabilität. Und das den Bürgern Europas zu liefern, ist meine Aufgabe. Dann habe ich aber noch die anderen Hüte auf und da bin ich dann anderen verpflichtet, den Bürgern Deutschlands beispielsweise, als Chef einer deutschen, obersten deutschen Bundesbehörde. Also das variiert so ein bisschen je nach Aufgabe, aber eigentlich der Kernpunkt ist, wir als Notenbanker haben ein klares Mandat und diesem Mandat sind wir verpflichtet. Dabei ist aber eben auch wichtig, dass dieses Mandat eng gefasst ist. Weil man sonst natürlich, und da bin ich jetzt bei deiner Frage zu den Sondermaßnahmen, relativ schnell in Bereiche vordringt, die eigentlich die Politik entscheiden muss. Und man sich dann nicht wundern darf, wenn die Politik sagt, Moment mal, also wir sind doch gewählt worden, um zu diskutieren, welcher Bürger welche Transfers bekommt. Aber wir sind doch gewählt worden, beispielsweise, um zu entscheiden, ob wir für ein anderes Land haften wollen oder nicht. Und das kann dann sehr schnell auch in eine Diskussion führen, die die Unabhängigkeit der Notenbank in Frage stellt, die aber aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Grundlage für den Erfolg unserer Geldpolitik ist. Wir haben ja die Notenbank deswegen unabhängig gemacht, um sie diesen politischen Zyklen auch zu entziehen. Damit man eben nicht kurz vor einer Wahl noch mal geldpolitisch ein bisschen Gas gibt, um die Arbeitslosigkeit zu senken, um ein bisschen konjunkturell zu stimulieren, sondern dass die Notenbank, deswegen habe ich auch ein 8-Jahres-Mandat, dass man einen Horizont hat, der ein bisschen über den politischen Zyklus hinausreicht. Das heißt, es wäre nicht so gut, wie Erdogan das in der Türkei machen will, wenn Frau Merkel deinen Job hätte. Also ich weiß nicht, ob sie meinen Job gut machen würde, das ist ja eine andere Frage. Bist du nicht so selbstbewusst, dass du sagst, du bist besser als Frau Merkel, als Bundesbankchef? Das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich mir gar nicht gestellt habe. Ja, jetzt habe ich sie dir ja gestellt. Aber also ich glaube das keine, schon. Ich glaub sie das ist schon. Zumindest keine Volkswirtin. Ja. Sagen wir mal so, am Ende ist natürlich die Frage auch, wie man die Unabhängigkeit lebt. Die Unabhängigkeit im Eurosystem ist ja kodifiziert in den europäischen Verträgen, insofern auch extrem schwer zu ändern. Wir haben einen hohen Grad an gesetzlicher Unabhängigkeit. Gleichzeitig ist dann immer die Frage, wie ist denn das Verhältnis zur Politik? Wie gehe ich mit der Politik um? Wie die mit mir? Und lässt man sich das gefallen oder nicht? Bist du mit deiner, wurde deine Frage beantwortet? Ja, praktisch schon. Okay. Jens, du hast gerade gesagt, du wurdest nicht gewählt. Wie wird man denn Bundesbankchef? Naja, indem man von der Regierung vorgeschlagen wird und dann vom Präsidenten ernannt. Naja, irgendwo muss man ja die demokratische Verankerung schon noch hernehmen. Ja? Also ich meine, wenn wir uns selbst unsere Nachfolger aussuchen würden, wäre auch vielleicht jetzt für die Akzeptanz der Geldpolitik nicht gerade der Weisheit letzter Schluss. Also irgendwo muss man dann schon eine Anbindung auch haben. Das ist ja in allen Ländern so, aber
dann sorgt eigentlich die lange Amtszeit dafür und auch die gesetzliche Verankerung der Unabhängigkeit, dass man sich im Regelfall sehr unabhängig von den Regierungen auch verhält. Und oft setzt dann auch der Thomas-Beckett-Effekt ein. Also das ist sozusagen, dass man sich, auch wenn man von woanders herkommt, dann mit der Institution identifiziert und zum Leidwesen vielleicht derjenigen, die einen ernannt haben, die Interessen der Institution, für die man dann arbeitet, mit einer Vehemenz vertritt, die es vielleicht vorher, die man vorher nicht erwartet hätte. Thomas Becket ist also ein historischer Fall aus England. Wurde jemand in die Kirche geschickt, um die Kirche sozusagen an den König zu binden, und dann hat er sich nicht so verhalten, wie das von ihm erwartet wurde. Kann man dir auch den Vorwurf machen? Thomas Becket? Nee, dir. Dass du dich nicht so verhältst, wie das bei deiner Wahl. Also ich wurde ja nicht gewählt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob da konkrete Erwartungen im Raum standen. Nee? Ich denke halt, ich mache das, was aus Sicht des Mandats erforderlich ist und von dem ich überzeugt bin. Gut. Hier ist der Nächste. Magst du dich kurz vorstellen? Hallo, ich bin der Jonas. Und nach der Gründung der Währungsunion hat man die ja immer wieder erweitert und war da auch sehr euphorisch. Und dann hat man eben nach der Wirtschaftskrise festgestellt, dass bei einigen Ländern, die dann den Euro dazugenommen hatten, vielleicht einige Bilanzen etwas schön gerechnet wurden. Glaubst du, damals wurde ein Fehler gemacht? Hätte man sich vielleicht bei den Ländern mehr Zeit lassen sollen, um die Wirtschaft anzugleichen? Ja, das ist eine schwierige Frage, die im Nachhinein natürlich immer einfacher zu beantworten ist, als wenn man vor der Entscheidung selbst steht. Ich würde es mal anders beantworten, nämlich die Krise hat eben gezeigt, wie wichtig wirtschaftliche Konvergenz beispielsweise ist. Wir machen ja als Geldpolitik eine Geldpolitik für den gemeinsamen Währungsraum, eine einheitliche Geldpolitik. Das ist wie ein Schneider, der einen Mantel in der Einheitsgröße schneidert. Und wenn die Leute, die diesen Mantel tragen müssen, unterschiedlich groß sind, dann sieht das nicht gut aus. Also dem einen ist der Mantel zu klein, dem anderen ist er viel zu groß, und deswegen brauchst du diese wirtschaftliche Konvergenz. Und ich glaube, die Entscheidung, vor der die Politik ja immer steht, ist, die hat ja nicht nur diese rein wirtschaftlichen Fragen im Hinterkopf, sondern eben auch politische, außenpolitische Erwägungen. Und insofern ist deren Entscheidungssituation ein bisschen komplexer, als jetzt einfach zu sagen, die wirtschaftliche Konvergenz war vielleicht noch nicht ausreichend. Wichtig ist, dass genau aus deiner Frage im Grunde folgt, dass die Verantwortung für die Funktionsfähigkeit der Währungsunion eben nicht bei der Geldpolitik liegt, sondern bei der Politik. Wir können nicht dafür sorgen, dass die Länder ausreichend konvergieren beispielsweise. Die Länder haben die Verantwortung, durch eine vernünftige Wirtschaftspolitik dafür zu sorgen. Die Länder haben die Verantwortung, ihre Haushaltspolitik so auszugestalten, dass sie nicht in Schwierigkeiten kommen und so weiter. Also unser Mandat ist Preisstabilität. Die Voraussetzungen dafür, die können wir aber nicht alleine gewährleisten. Noch eine Nachfrage? Ich würde die Frage vielleicht etwas genauer formulieren. Also natürlich, damals konnte man nicht wissen, was passiert, und vielleicht kann man auch niemandem einen Vorwurf machen, aber aus der jetzigen Sicht, wenn man jetzt darauf schaut und alle Informationen hat, wurde damals ein Fehler gemacht? Naja, also ich möchte die Frage nochmal anders beantworten. Jetzt. Also es war ja beispielsweise bekannt, dass die Bundesbank in einigen Fällen eher kritisch war. Also es gibt, wenn man sich die historischen Archive anschaut, durchaus ja Dokumente, in denen die Bundesbank-Mitarbeiter dann relativ genau aufgeschrieben haben, warum sie meinen, dass der Konvergenzprozess noch nicht ausreichend vorangeschritten war und. Und das waren auch Informationen, die die Bundesbank damals an die Politik herangetragen hat. Aber irgendwann war die Entscheidung halt getroffen, und dann muss die Bank, die Bundesbank in dem Fall, auch das Primat der Politik akzeptieren. Also dann muss man halt dafür sorgen, dass das, was man da hat, einigermaßen funktioniert. Danke, Jona. Den Fehler gemacht und die Bundesbank durfte das ausbaden. Das wäre jetzt eine Überinterpretation. Meine, so habe ich das nicht sagen wollen, aber letztlich ist es eine politische Entscheidung. Und das Entscheidende ist doch, also es bringt doch nichts, jetzt zurückzugucken und sagen, da hat einer einen Fehler gemacht oder nicht. Das ist eh schwer zu bewerten. Das Entscheidende ist, dass daraus folgt, dass die Politik auch in der Verantwortung steht, dafür zu sorgen, dass die Währungsunion jetzt funktioniert. Und nicht hingehen kann und sagen, soll uns doch die Notenbank das alles regeln. Magst du den da hinten mal weitergeben? Du hast gerade den Mantel angesprochen, der eine Einheitsgröße hat. Wie passt Deutschland denn dieser Mantel? Passt er uns perfekt? Ist er zu eng? Ist er zu groß? Nee, der wichtige Punkt ist, dass er uns mal zu groß ist und mal zu eng. Also problematisch. Wie ist es denn aktuell? Bitte, die deutsche Volkswirtschaft ist besser gelaufen in der Vergangenheit. Ich abstrahiere jetzt mal von den
jüngsten Daten, aber ist im Prinzip ja, wir befanden uns in einer Hochkonjunktur. Der Auslastungsgrad war extrem hoch. Wir hatten ja schon regionale Knappheiten an einigen Arbeitsmärkten. Also die deutsche Wirtschaft ist extrem stark gelaufen und besser als der Durchschnitt des Euroraums. Insofern hätten wir vermutlich, wenn wir eine Geldpolitik alleine für Deutschland gemacht hätten, eine andere Geldpolitik gemacht. Aber es gab ja auch mal andere Zeiten. Wenn du dich erinnerst, vor Jahren, am Anfang der Währungsunion, gab es eine sehr ausgiebige Diskussion über den Krankenmann Europas und damals war Deutschland gemeint. Da boomte die Wirtschaft in Spanien und anderen Ländern, wie wir jetzt wissen, nicht ganz so nachhaltig. Aber da hatten wir da einen Boom und da waren wir derjenige, der hinterhergehinkt hat. Und das war ja auch dann die Diskussion, die zu den Hartz-Reformen und so weiter geführt hat. Also das ändert sich eben auch im Konjunkturverlauf. Wichtig ist, wir richten uns am Durchschnitt aus. Und problematisch wird es natürlich, wenn ein Land immer hinterhängt oder eben immer auf der anderen Seite steht. Gut, wir machen dort hinten erstmal weiter. Wir haben ja gerade über deine genannten Rollen, die du so in deiner Geschäftstätigkeit hast, darüber gesprochen und über die genannten, beziehungsweise ja noch nicht genannten Differenzen mit Draghi. Und meine Frage wäre in der Hinsicht, wie sieht da deine Zukunftsplanung aus? Weil ich glaube, bekannt ist ja auch, dass der Draghi nicht mehr unbedingt so lange in seinem Amt tätig ist. Und meine Frage wäre in der Hinsicht, ob die Differenzen sich vielleicht auch dahingehend bereit machen, weil vielleicht die Stelle frei ist und vielleicht halt in deinem Interesse liegen könnte oder wo halt noch weitere Differenzen vielleicht liegen, ob das vielleicht auch noch was mit dem Leitzins natürlich zu tun hat, wie er irgendwie und irgendwo bekannt ist. Und ja. Naja, die Entscheidung, also ich meine, da fragst du mit mir eigentlich den Falschen. Die Entscheidung über die Nachfolge des EZB-Präsidenten, den treffen die treffen letztlich die Staats- und Regierungschefs. Die suchen sich den Nachfolger aus. Und ich denke mal, sie suchen sich jemanden aus, der geldpolitisch versiert ist, Erfahrung hat. So, mehr kann ich dir da nicht sagen. Willst du den Job? Ja. Also auch das lässt sich so einfach nicht beantworten. Naja, ich bin gerne Bundesbankpräsident. Ich bin ja in der Institution Bundesbank groß geworden. Ich habe nach dem Studium, ich beantworte die Frage gleich noch, keine Angst. Also nach dem Studium bin ich ja nach Bonn gegangen zum Promovieren, habe mich da mit Geldpolitik auseinandergesetzt, bin dann über ein paar Umwege zur Bundesbank gekommen, von dort nach Berlin und dann wieder zurück. Also ich kenne die Bundesbank sozusagen auch aus der Ebene eines Mitarbeiters und das war für mich ein großes, tolles Ding, als Präsident zurückkommen zu können und mit den Kollegen diskutieren zu können, die ja immer noch da waren. Und also insofern ist das eine Aufgabe, die mich sehr ausfüllt und die mir sehr gut gefällt. Auf der anderen Seite sind wir alle im EZB-Rat, weil wir Geldpolitik gestalten wollen. Ja, also ich gehe da nicht hin, um dann in der Diskussion zu sagen, na gut, ihr seht das zwar anders, dann gehe ich jetzt wieder nach Hause, ist alles in Ordnung. So, natürlich möchte ich auch mit meiner Meinung überzeugen und mich am Ende des Tages auch durchsetzen. So. Und wenn dir da einer anbietet, dass du an einer anderen Stelle mitwirken kannst, an der du auch und vielleicht sogar mehr Einfluss hast, dann wirst du das vermutlich annehmen. Aber bevor jetzt irgendwie einer der Journalisten eine Schlagzeile daraus macht, ich gehe davon aus, das macht jeder. Also jeder, der da drin sitzt, auch mein französischer Kollege, auch der italienische Kollege, der aus den Niederlanden, die wollen natürlich alle Geldpolitik gestalten. Ja? So, und darum geht es meines Erachtens am Ende. Hast du noch eine Nachfrage? Ja. Ja, also wurde, wie gesagt, schon super beantwortet, aber... Dankeschön. Ja, siehst du das denn für dich auch als Aufgabe vielleicht dann, also auch als persönliche Aufgabe vielleicht, sich das Ziel zu setzen und vielleicht auch mit der Hoffnung halt, dort reinzukommen in der Stelle und dann halt noch mehr bewirken zu können. Weil, wie du ja schon gesagt hast, hat man ja im Endeffekt ja doch noch das letzte Wort dann halt als Chef, ne? Nein, das letzte Wort hat man ja nicht. Das ist ja ein Kollegialorgan, das gemeinschaftlich entscheidet. Wie gesagt, ich bin sehr glücklich in der Bundesbank. Die Bundesregierung hat angekündigt, meinen Vertrag dort noch mal um 8 Jahre verlängern zu wollen. Und das freut mich auch sehr. Insofern habe ich da überhaupt keinen Druck, also das klingt ja so, als ob man da jetzt wie damals dieses Bild am Zaun des Kanzleramts zu stehen und dran zu kratzen, das spüre ich jetzt nicht. Und das hat auch mit den inhaltlichen Positionen dann nichts zu tun. Also ich bin, wie ich bin. So, und
habe meine Auffassungen und diejenigen, die Entscheidungen treffen, die Entscheidungen treffen, die kennen das, die wissen das und dann sollen sie ihre Entscheidung in dieser Kenntnis treffen. Und das ist ja ohnehin, sagen wir mal, nicht so einfach, wie das jetzt klingt, weil das ist ja ein Teil eines viel größeren Personaltableaus, da spielen ganz andere Aspekte rein. Also insofern im Zweifel hat man das ohnehin nur begrenzt, ist das ohnehin nur begrenzt beeinflussbar und vorhersehbar. Magst du das weitergeben an den jungen Herren hier vorne? Liebe Frauen, ihr seid auch aufgerufen. Aber Jens, ist es eigentlich selten, dass im selben Jahr ein neuer EU-Kommissionspräsident gewählt wird und ein neuer EZB-Chef? Ja, wir haben noch ganz andere Personal besetzt. Wir haben auch einen neuen Chef der Europäischen Aufsicht. Ah. Also es ist schon ein gewisser personeller Umbruch. Aber das ist schon selten, ne? Also wenn der EZB-Chef 8 Jahre oder wie 7 Jahre? 8 Jahre. Und der Kommissionschef 5 Jahre, das ist dann schon selten, dass im selben Jahr. Ja, und dann ist es halt zeitlich in der Nähe oder sowas. Also, Aber es ist ja eigentlich, jetzt um ein bisschen Kontext zu liefern, eigentlich fast unmöglich für dich, EZB-Chef zu werden, weil Herr Weber ja Kommissionspräsident werden will und gute Chancen hat. Und dass 2 deutsche führende Posten bei der EU bekommen, wäre unwahrscheinlich, aber ich spekuliere eben nicht über den Ausgang der Europawahlen oder über die Schlussfolgerungen daraus. Also das ist doch klar, dass ich mich jetzt nicht hinstelle und die verschiedenen Szenarien durchspiele und mit Wahrscheinlichkeiten versehe. Das bringt ja auch nichts. Ja. Es kommt, wie es kommt, es geht, wie es geht. Ich habe da rein Ende. Gut, wir machen da hinten weiter. Ich hatte eine Frage bezüglich der schwarzen Null und vor allem, weil du dich in dieser interessanten Vermittlerrolle zwischen Schäuble und Draghi befindest, vertrittst sowohl deutsche Interessen als auch europäische. Und aus meinen bescheidenen VWL-1-Kenntnissen ist so ein Handelsbilanzüberschuss zu Lasten anderer Länder im Sinne des europäischen Wirtschaftsraums auch zu Lasten der anderen europäischen Mitgliedsländer, die ebenfalls im Euro sind. Wie bewerten Sie denn wie bewertest du denn diese Strategie vor allem in Zukunft auf den Euro und die Bürger Europas, die den Euro benutzen? Das sind ja 2 Fragen, die miteinander zusammenhängen. Das eine ist die fiskalpolitische Ausrichtung, die ja inzwischen Herr Scholz verantwortet, Olaf, damit Sie alle beim Du sind. Und das andere ist sozusagen die Leistungsbilanz, wo natürlich auch der Staatshaushalt in einer gewissen Weise einfließt, aber der ja von Millionen und Abermillionen Entscheidungen geprägt wird, die ihr alle letztlich auch trefft. Also welche Produkte ihr einkauft, wo ihr euer Geld anlegt, das beeinflusst natürlich alles auch die Leistungsbilanz. Und insofern würde ich die beiden mal auseinanderhalten. Klar ist, dass Deutschland ein alterndes Land ist. Also wir werden alle älter, das merken wir jeden Tag im Spiegel, das ist klar. Aber auch die Demografiestruktur wird ungünstiger. Es werden also weniger Leute erwerbstätig sein können in Deutschland. Und in solchen Volkswirtschaften macht es eigentlich Sinn, anzusparen. Also insofern ist ein gewisser Überschuss sicherlich angelegt in der Alterung der Bevölkerung. Aber nicht in der Höhe, indem wir ihren momentan verzeichnen. Ganz kleine Nachfrage, ich bin noch nicht ganz fertig. Diese Salden sind ja insofern etwas komplexer, weil die Gegenbuchungen dazu sind ja beispielsweise Kapitalexporte. Kapitalexporte heißt, eine deutsche Firma investiert beispielsweise in den USA und baut dort ein Werk auf, schafft dort Arbeitsplätze. Also insofern auch aus Sicht des Landes, das ein Defizit aufweist, ist die Beurteilung meines Erachtens gar nicht so eindeutig zu treffen, sondern viel komplexer, als es vielleicht auf den ersten Blick den Anschein macht. Was gar keinen Sinn macht, sind bilaterale Salden anzuschauen, wie das derzeit in der Debatte passiert, weil die Welt so eng verflochten ist, dass es sehr wenig aussagt. Sie haben sich jetzt schön um die Frage, schön um die Frage rumgemogelt. Also, dass der Bilanz muss ich ja gelernt haben die letzten 8 Jahre, oder? Wie bitte? Klar. Ja. Aber dir ging es um den Haushalt, um den Staatshaushalt. Ja, der wohl ganz eng auch mit den anderen
Ländern, die Mitglied im Euro sind, zusammenhängt, dann, ja, verdammt. Aber ich kann es ja trotzdem beantworten. Sie haben es ja nicht, also ist immer noch nicht bewertet, ob das für die Zukunft der europäischen Bürger eine gute Entwicklung ist. Und dann noch vielleicht die Frage, wenn Deutschland spart, wenn alle anderen europäischen Länder sparen, wenn Unternehmen sparen, wenn die Bürger sparen, private Haushalte sparen, jeder Einzelne spart, wo kommt das Geld her? Wer verschuldet sich? Irgendwer muss sich doch verschulden. Ja, es gibt ja viele Länder, die, also sparen ist, finde ich, jetzt ein bisschen der falsche Ausdruck, aber es gibt ja viele Länder, die sehr hohe Staatsschulden haben und auch noch weiterhin hohe Defizite fahren, also mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen. Ja? Und was die wissenschaftliche Literatur eigentlich zeigt, ist, dass Staatsschulden über ein bestimmtes Niveau hinaus durchaus das Wirtschaftswachstum dämpfen können. Also natürlich müssen wir einen Staat haben, der eine vernünftige Infrastruktur bereitstellt, die ja dann auch notwendig ist, um dass die Privatwirtschaft wieder funktioniert, dass wir vernünftig ausgebildete Erwerbstätige haben, um mal einen volkswirtschaftlichen Terminus zu nehmen. Das ist nötig, aber ab einem bestimmten Bereich wird es dann auch schwieriger. Ja, dann ist nämlich die Staatsschuld eher eine Last, die ja der Staat auch finanzieren muss, über Steuern, die wieder verzerrende Auswirkungen haben, die Entscheidung, die ihr trefft, verzerrt. Eine Steuer verzerrt ja eure Entscheidung, indem sie die relativen Preise verändert. Insofern ist das durchaus ambivalent. Also eine Nullverschuldung ist sicherlich kein sinnvolles Ziel, da sind wir uns einig. Schuldenquoten über 80 und mehr Prozent relativ zum BIP können durchaus Risiken aufweisen. Und diese Risiken haben sich an der Finanzkrise auch dann gezeigt. Ja. Soweit ist ja Deutschland noch nicht, also halten Sie jetzt die Maßnahme der... Duzen. Also kann auch penetrant sein, das Duzen, oder? Also wenn es wirklich besser mit dem Sie geht. Aber. Wohlgewohnheit. Also ist jetzt die Maßnahme nicht sinnvoll? Lässt sich das daraus schlussfolgern? Also naja, wir sind nicht bei 80% und wir sind auch... bei Weitem kein verschuldetes Land, wenn wir uns mal im internationalen Also mein Kollege, ehemaliger Kollege, also Ottmar Issing, der ehemalige Chefvolkswirt der EZB, Chefvolkswirt der Bundesbank, der hat ein schönes Beispiel gemacht. Wenn man mal abstrahiert und vom Mars auf die Erde guckt, und da sieht man eine Volkswirtschaft wie die deutsche, die hat Knappheiten am Arbeitsmarkt, die läuft also auf Hochtouren. Knappheiten am Arbeitsmarkt, das wummert richtig. Ja? Wird man dann ein Konjunkturprogramm auflegen, ein staatliches Ausgabenprogramm? Eher nicht. Die Diskussion, die wir hatten, war auch gar nicht so sehr mit Blick auf Deutschland geführt, sondern da ging es ja eher darum, ob Deutschland Geld ausgeben soll, um die Konjunktur in anderen Ländern zu stimulieren. Und da ist man dann sehr schnell in der grundsätzlichen Frage, ist das vereinbar mit dem Rahmen der Währungsunion und mit der fiskalischen Eigenständigkeit, die wir beschlossen haben? Und zum anderen mit der Frage, funktioniert das überhaupt? Also hilft das beispielsweise Portugal, wenn wir im Rheingau eine Brücke ausbauen. Also mir hilft das bestimmt beim Weg zur Arbeit. Aber ob das Ausstrahlwirkungen hat auf die anderen Volkswirtschaften, das ist fraglich. Wir haben das auch mal untersucht. Also Volkswirte haben das untersucht. Und was da rauskam, ist, dass die Ausstrahleffekte sehr, sehr gering sind. Ich würde dann jetzt abgeben und alle ermutigen, noch weiter nachzubohren. So, wir haben eine nächste weibliche Fragesteller. Ah, deswegen bin ich jetzt vorher dran gekommen. Ja. Okay. Ja, Charlotte, ich habe eine Frage. Ich gehe wieder zurück zu diesen Konvergenz- und Geldpolitik-Geschichten, weil seit der Finanzkrise gibt es ja jetzt eine Reihe von politisch beschlossenen Instrumenten, ob es jetzt die Macroeconomic Imbalance Procedure ist, ob es der ESM ist, ob es Macros Mini-Budget im neuen mehrjährigen Finanzrahmen ist, die den Euro im Zweifel retten sollen. Was davon bringt wirklich was? Weil ich meine, dieses MIP, die Geschichte, die wird ja auch von den Mitgliedstaaten immer schön abgenickt, aber es ändert sich nichts. Ja, du hast einen ganz wichtigen Schritt aus meiner Sicht oder einen ganz wichtigen Integrationsschritt aus meiner Sicht vergessen, nämlich die Bankenunion. Also da würde ich sagen, das ist nach der Währungsunion sicherlich der größte Integrationsschritt, den wir erlebt haben, also eine gemeinsame Bankenaufsicht und adressiert ja auch ein Problem, das in der Krise offenbar geworden ist, nämlich, dass die nationalen Aufseher vielleicht die grenzüberschreitenden Effekte nicht so richtig berücksichtigen, vielleicht auch manchmal bei den eigenen Banken eine zu rosarote Brille aufhaben. Also insofern war das schon eine ganz wichtige Lehre. Und es gab ja noch andere
die du jetzt dich ergänzen würde bei denen, die du erwähnt hast. Beispielsweise die Regulierungsdebatte, die stattgefunden hat nach der Krise. Also das Problem war ja, dass wir immer wieder konfrontiert waren während der Krise mit dem Horrorszenario, dem Schreckensszenario eines kollabierenden Finanzsystems und Ansteckungseffekten, die dann sehr schnell die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems als Ganzes in Frage gestellt hätten. Und deswegen gibt es ja jetzt mehr und besseres Eigenkapital beispielsweise bei den Banken. Es gibt eine makroprudentielle Aufsicht. Also es sind schon viele Lehren aus der Krise gezogen worden, noch nicht alle sind umgesetzt. Und ich glaube, man darf sich auch nicht der Illusion hingeben, dass sich Krisen zu 100% vermeiden lassen. Es gibt keine 100%ige Sicherheit. Und da erwähne ich immer ganz gerne, beim Währungsfonds, als ich dort gearbeitet habe, war ich in einer Abteilung, die hat ökonometrische Modelle gebastelt, um Krisen zu prognostizieren. Und die Modelle wurden nach jeder Krise immer größer, weil man immer den Mechanismus, den man gerade beobachtet hat, dazu herangeflanscht hat sozusagen. Aber die nächste Krise hat man trotzdem nicht wirklich prognostizieren können, weil jede Krise eben anders ist. Also es wird sicherlich nicht mehr genauso sein wie beim letzten Mal, aber eben trotzdem riskant. Das Leben ist halt riskant. Vielleicht ist das, die nächste Krise kommt vielleicht über Cyberrisiken, die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems bedrohen. Insofern muss man eben den Blick auch ein bisschen weiten über das hinaus, was man beim letzten Mal gesehen hat. Aber in einer gewissen Weise sind ja Krisen auch nicht immer was Schlechtes. Also sie dürfen nicht dazu führen, dass das Finanzsystem in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt oder gestört ist. Aber Krisen haben ja auch was Bereinigendes. Zum Beispiel Schumpeter sprach ja, hat das ja im Grunde, hat eine ganze Theorie darüber aufgebaut. Und insofern gehört Risiko eben zum Wirtschaftsleben auch dazu. Bist du zufrieden mit der Antwort? Du hast gerade gesagt, Bankenunion und dass gerade Länder mit rosaroter Brille auf die eigenen Banken schauen. Angenommen, ja, als hypothetisches Beispiel, die Deutsche Bank würde pleite gehen. Wer entscheidet denn darüber, ob die gerettet werden muss? Also du sprichst im Grunde einen ganz zentralen Punkt an, nämlich das sogenannte Too-Big-to-Fail-Problem. Also nochmal ein Punkt sozusagen, den man als Lehrer aus der Krise diskutieren kann. Wir haben eben in der Krise gesehen, dass es Finanzinstitutionen gibt, die so groß sind, dass sie nicht abgewickelt werden können, ohne dass den Rest des Finanzsystems in den Abgrund zu reißen. Und insofern war eine der Lehren daraus, dass man diese Institute eben schärfer beaufsichtigt, dass man Abwicklungspläne einfordert. Und die Deutsche Bank ist ein Institut, das so groß ist, dass sie durch die europäische Aufsicht beaufsichtigt wird und nicht durch die nationale Aufsicht. Die Kleinen werden noch national behandelt, sozusagen delegiert von der EZB, und die Großen durch die europäische Aufsicht. Das heißt, Olaf Scholz im Bundesfinanzministerium hat mit der Frage, ob die Deutsche Bank bei einer Pleite gerettet werden müsste, nicht den Hut auf? Die Verantwortlichkeit liegt bei der europäischen Aufsicht, die befasst sich aber nicht damit, ob die Bank gerettet werden muss, sondern die sorgt erstmal dafür, dass sie eben gar nicht in Probleme kommt. Wer kann denn die Deutsche Bank retten? Am Ende gibt es dann, naja, wir haben uns ja sehr viel damit auseinandergesetzt, wie man Instrumente zum Beispiel auflegen kann, die eben zu Eigenkapital konvertiert werden im Krisenfall. Ja, also eigentlich die marktwirtschaftliche Antwort auf deine Frage ist, die Eigentümer müssen erstmal zur Kasse gebeten werden. Das ist ja dann auch wieder der Punkt, der wichtig ist, um Haftung und Kontrolle ins Gleichgewicht zu bringen. Gut, da vorne ist... Wir haben vorher in einem Workshop schon über das Thema bargeldloses Bezahlen gesprochen. Würdest du dich als ein Verfechter des Bargeldes bezeichnen? Und wenn ja, wieso? Ich hätte jetzt gesagt, es ist so ein bisschen eine Frage, ob du meine privaten Zahlungsgewohnheiten wissen möchtest oder mich generell als Bundesbankpräsident fragst. Und wenn du mich als Bundesbankpräsident fragst, ist meine Antwort ganz klar. Wir liefern euch das, was ihr haben wollt. Also wir haben eine komplett neutrale Position und möchten den Bürgern das Zahlungsmittel an die Hand geben, mit dem sie bezahlen wollen. Ich hatte vorher vor der Toilette, da war eine lange Schlange, eine Diskussion mit einer von euch über das Bargeld. Und interessanterweise, trotz des Altersunterschieds, war das jemand, der gerne mit Bargeld bezahlt hat. Und das ist auch aus meiner Sicht komplett in Ordnung,
weil gerade für kleinere Transaktionen, kleinere Beträge ist Bargeld ein relativ kostengünstiges, anonymes Zahlungsmittel, was eben auch für schnelle Transaktionen geeignet ist. So. Und deswegen sorgen wir dafür, dass der Bargeldumlauf funktioniert. Das ist ja eine unserer wichtigen Aufgaben. Auf der anderen Seite stellen wir auch das Rückgrat für den Zahlungsverkehr der Banken zur Verfügung. Das Target-System, das ja so oft diskutiert wird, aus ganz anderen Gründen. Und ich sehe unsere Verantwortung auch darin, dass wir sicherstellen, dass die Zahlungen in diesem System so schnell beispielsweise und so komfortabel funktionieren, dass ihr gar nicht das Bedürfnis habt, euch Gedanken zu machen, ob ihr lieber mit Bitcoin oder anderem bezahlt. Ja? Also auch das ist unsere Aufgabe. Und wir richten uns dann nach euch. Und was man ja sieht, ist, dass das bargeldlose Zahlen über die Zeit an Bedeutung gewinnt, das Bezahlen mit Bargeld an Bedeutung abnimmt, aber immer noch, sagen wir, bei kleineren Transaktionen sowieso das Entscheidende ist. Aber auch, wenn man nur die Transaktionen anguckt und nicht die Volumina, also die Summen, dann das wichtigste Zahlungsmittel ist. Was ist denn deine Prognose für die Zukunft? Also glaubst du, wir haben in 15 Jahren noch Bargeld überhaupt? Nee, wir brauchen ja nur mal um uns herumschauen und mal angucken, was in anderen Ländern passiert, die ja in der Beziehung auch schon Entwicklungen aufzeigen, die vielleicht bei uns auch irgendwann passieren können, wobei man auch strukturelle Unterschiede eben feststellen kann. Also unser Zahlungsverhalten in Bezug auf das Bargeld ist ungefähr auf dem Schnitt, ist ungefähr so ähnlich wie der Schnitt des Euroraums. Dann gibt es ja noch bargeldaffinere Gesellschaften im Süden Europas beispielsweise, und im Norden ist das bargeldlose Zahlen weiter verbreitet. Und wenn du beispielsweise nach Schweden guckst, dann ist die Entwicklung dort so weit vorangeschritten, dass die Netzwerkeffekte, die ein Zahlungsmittel hat, also ein Zahlungsmittel hat ja seinen Wert auch darin, dass du genau weißt, dass du jemanden findest, der es annimmt. Und der weiß, er wird es auch wieder los. Ja, und je mehr dieses Zahlungsmittel akzeptieren, desto attraktiver ist natürlich das Zahlungsmittel. Und in Schweden ist es ja zum Teil so, dass sich die Geschäfte weigern, Bargeld anzunehmen. Und das setzt dann eben, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber was wir ja sehen, ist so ein leichter Bedeutungsverlust, der so kontinuierlich stattfindet. Und irgendwann, und das sehen wir gerade in Schweden, kann es eben auch einen Punkt geben, wo das eben nicht mehr so langsam vonstatten geht, sondern schneller, weil diese Netzwerkeffekte beispielsweise wegfallen. Und deswegen diskutiert die schwedische Reichsbank ja, eine digitale Krone einzuführen, digitales Notenbankgeld. Aber da muss man eben wissen, dass das was ganz anderes ist als das Geschäftsbankengeld, was ihr auf dem Konto habt. Also letztlich ist das nichts anderes, als euch ein Konto bei der Notenbank einzurichten. Ja? Und es gibt eben, ich weiß jetzt nicht, ob das für jeden verständlich ist, es gibt ja verschiedene Arten von Geld. Dein Geld auf dem Konto ist ein anderes als das Bargeld im Portemonnaie, ist ein anderes. Und das Bargeld im Portemonnaie ist Notenbankgeld, genauso wie das Geld auf den Konten bei uns, der Bundesbank. Ja? Und letztlich könnte die Einführung von digitalem Notenbankgeld ganz gravierende Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems haben. Würdest du beispielsweise noch ein Konto bei der Geschäftsbank haben wollen, wenn du wüsstest, du könntest eins bei der Notenbank haben? Wir haben ja den Vorteil, wir können nicht pleite gehen. Wir drucken ja das schuldbefreiende Zahlungsmittel selbst. Bei einer Geschäftsbank ist das nicht der Fall. Da sichert dich der Einlagensicherungsfonds und die Einlagensicherung natürlich in einer gewissen Weise ab, aber das ist schon noch was anderes. Und genau das sind die Diskussionen, die wir in der Frage führen müssen. Hat das deine Frage jetzt? Dankeschön. Erinnerst du dich noch, was du mit deinem ersten Euro Bargeld gekauft hast? Oh, das war so wenig. Ich bin da hingegangen, habe mir diesen Kit abgeholt und davon konnte man sich nicht viel kaufen, ehrlich gesagt. Das waren ja nur ein paar Münzen und das war mein erstes Euro Bargeld. Ich habe Eis gekauft, das weiß ich noch. Ja, wahrscheinlich war es auch irgend sowas, ja. Okay. Ja. Gut, wir machen weiter. Aber Eis im Winter, ne? Das war doch dein... Ja, ja. Meine Schwester hatte an dem Tag Geburtstag und ich habe... Hast du sie eingeladen? Ja, ja.
Hallo, jetzt haben wir die Frauenquote gleich erfüllt. Selina, mein Name. Ich habe eine Frage nochmal auch zu Konvergenzkriterien, so ein bisschen auch Zukunfts-, vielleicht Glaskugel gucken. Für wie gefährlich hältst du Länder, die sich nicht mehr an Stabilitätskriterien halten wollen oder die aus dieser europäischen Solidarität ausscheren? Ich meine, man muss nur auf Italien schauen, den Haushaltsstreit dort. Die sagen sich wahrscheinlich auch, ja, Deutschland und Frankreich haben sich oft nicht an die Maastricht-Kriterien gehalten. Warum sollen wir es jetzt machen? Und wie gefährlich ist diese Entwicklung? Genau, das sind aber ja zwei Themenblöcke im Grunde. Das eine ist sozusagen, dass sich zeigt, dass es sich rächt, wenn man die Regeln verletzt. Und es gibt immer gute Gründe, meine Regeln nicht einzuhalten. Immer wieder andere, mit dem Ergebnis, dass sich am Ende eben keiner wirklich dran hält und die Bindungswirkung dieser Regeln im Grunde untergraben wird. Das ist der eine Punkt, und insofern hast du vollkommen recht. Der Fall damals Deutschland und Frankreich hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Diskussion über die Haushaltsregeln schwieriger geworden ist. Und zum Teil kämpfen wir eben mit den Folgen noch heute. Und das andere ist, glaube ich, die grundsätzliche Einsicht, dass, wenn sich die Länder nicht an die Fiskalregeln halten, dass dann die Währungsunion langfristig als Stabilitätsunion nicht funktionieren kann. Zufrieden mit der Antwort? Ja, aber auch so Thema Eurobonds. Sie haben ja auch gesagt, Haftung, Risiken müssen zusammengehen. Vielleicht haben Sie da auch noch eine schnelle Meinung dazu? Ja, klar. Also natürlich. Bist du Fan von Eurobonds? Nee, weil die eben, also es kommt darauf an, in welchem Rahmen man die Eurobonds einführt. Wenn man einen europäischen Staat hat, gemeinsam über die Fiskalpolitik entscheidet, dann gehören da natürlich auch Eurobonds dazu. Wenn aber jeder alleine entscheidet und man gemeinsam für die Entscheidungen haftet, dann passt da was nicht zusammen. Okay, machen wir gleich weiter bei dir. Wir hatten heute einen Workshop gehabt über mehr oder weniger Europa. Und diese Frage möchte ich an Sie weiterleiten, mich bezogen auf den Euro. Sollte es im Idealfall quasi der Euro auf die gesamte EU-Zone ausgeweitet werden oder sollten vielleicht Länder, die gerade bei den Vereinbarungen quasi hinterherhängen, aus der Eurozone ausgeschieden werden? Also die rechtliche Lage ist ja relativ klar, weil als Fernziel sozusagen für alle der Euro kodifiziert ist. Aber ich finde, die Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass man zum einen eben eine gewisse ausreichende wirtschaftliche Konvergenz hat, die dann auch dauerhaft sein muss, nachhaltig sein muss und zum anderen auch eine Konvergenz in der Wirtschaftspolitik haben muss. Also in der Frage, wie wichtig beispielsweise sind denn solche Regeln für mich? Ist das jetzt nur Kokolores, was die anderen mal beschlossen haben und das kann man eigentlich auch zur Seite schieben? Oder ist das wirklich entscheidend dafür, dass die Währungsunion funktioniert? Also das sind schon meines Erachtens zwei wichtige Voraussetzungen, die es braucht, damit die Währungsunion dauerhaft als Stabilitätsunion funktionieren kann. Ich wollte noch mal zurück auf das Thema Wasser unterm Kiel. Damals in der Finanzkrise hat die Federal Reserve ja einen viel radikaleren Ansatz gefahren und ist sehr viel schneller in Offenmarktpolitik gegangen und hat letztendlich damit jetzt aber wieder deutlich mehr Wasser unterm Kiel. Ist nicht ein Problem der EZB dann auch gewesen, dass sie eben durch so viele konservative Stimmen im EZB-Rat einfach zu spät eingestiegen ist und jetzt noch mehr hinterherhinkt, als sie damals bei den Zinsschritten hinterherhängt und jetzt eben nicht mehr sehr viel Wasser unterm Kiel ist, während die Bilanz der Fed ja schon wieder deutlich geschrumpft ist und die Zinsen auch schon deutlich erhöht wurden. Also ich würde jetzt als Geldpolitiker nicht die Angemessenheit der Geldpolitik einfach daran messen, ob man das genauso macht wie ein anderes Land. Die Situationen sind ja sehr unterschiedlich gewesen und es gibt ja sehr sophistizierte Mittel beispielsweise, um zu schauen, wie expansiv die Geldpolitik relativ beispielsweise zum Konjunkturverlauf ist. Also das sind die Taylor-Regeln, die ja in der Diskussion immer wieder eine Rolle spielen. Und da sieht man durchaus, dass die Geldpolitik im Euroraum auch gemessen an diesen historischen Mustern sehr expansiv war und auch noch sehr expansiv ist. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Währungsunion nicht vergleichbar ist mit der Situation in den USA und insofern bei uns Staatsanleihenkäufe einzelner Länder, darum geht es ja, durchaus ganz andere Nebenwirkungen haben können als bei der Fed, die dann die Anleihen des Nationalstaats kauft. Und ich finde pädagogisch ganz hilfreich eigentlich. Es gab mal einen Journalisten, der hat damals, glaube ich, Ben Bernanke gefragt, ob er denn auch bereit wäre, die Anleihen der Gliedstaaten in den USA zu kaufen. Das wäre ja im Grunde der relevante Vergleich.
Und da hat er den angeguckt, warum sollte ich das machen? Das ist doch viel zu riskant, das mache ich nicht. Denke ich gar nicht dran. Ja? Und das illustriert nochmal, wie unterschiedlich die Situation eigentlich ist. Wenn wir Eurobonds hätten in einem Rahmen, der dann auch funktioniert, also ein Zentralstaat und eine sichere Anleihe, also die amerikanischen Anleihen, die ja gekauft wurden, waren ja die sichersten und liquidesten, die der Markt zu bieten hatte. Während die, und das ist eben einer der Unterschiede und einer der Probleme auch bei uns, die Kreditqualitäten, auch wegen der unterschiedlichen Verschuldungssituation der einzelnen Anleihen, sehr unterschiedlich war. Und wir ja bei der Gründung der Währungsunion eigentlich auf zwei Mechanismen gebaut haben. Auf der einen Seite auf die Regeln und deren Einhaltung. Da kann man das eine oder andere Fragezeichen machen inzwischen in Bezug auf die Bindungswirkung. Auf der anderen Seite aber die Disziplinierung durch den Markt. Also die Vorstellung, dass ein Land, das eine schlechte Haushaltspolitik betreibt, am Ende höhere Zinsen zahlen muss und der Finanzminister sich das dann zweimal überlegt, ob er sozusagen diesen Kurs fortsetzt oder nicht. Und diesen Mechanismus, der funktioniert natürlich nicht unbedingt besser, wenn wir 30% der Staatsschulden erhalten und die Zinsen sozusagen, die der Finanzminister zu schultern hat, auf diesen Teil der Staatsschuld für alle gleich sind. Oder wenn eben der Teil, der am Markt ist, relativ gering wird. Und das sind so die Probleme, die wir haben. Deswegen war die Diskussion im Euroraum aus meiner Sicht zu Recht viel komplexer als die in den USA oder beispielsweise in Japan. Und das andere, also das ist die Diskussion über Sondermaßnahmen, die muss man dann trennen über den, von der Diskussion des Expansionsgrads, der durchaus gemessen an diesen Maßen auch im Euroraum jetzt noch, also wir haben eine Geldpolitik, die ja, wenn man sich Zinsen oder Schattenzinsen anschaut, das sind also Zinsen, die dann auch berücksichtigen, dass wir auch Anleihen kaufen und Sondermaßnahmen durchführen, so expansiv ist wie zum Höhepunkt der Krise oder ähnlich vergleichbar zumindest und eine Wirtschaftslage aber, die ja seit Jahren durch einen wirtschaftlichen Aufschwung auch gekennzeichnet war. Also da gibt es einen gewissen, und das ist ja genau das Thema, das wir jetzt dann diskutieren, Punkte Wasser und Tempel. Du hast dreifach zu lang geantwortet, als das stimmt, was ich also mir vorgestellt habe. Wir versuchen es jetzt mit Martin. Okay, ganz schnelle Frage. Die erste Frage ist, welche Pfeile hat die EZB noch im Köcher, wenn jetzt die nächste Finanzkrise kommt? Null Zinspolitik, also es kann ja keine Negativzinspolitik von 10% geben. Dann die zweite Frage, die auch wahrscheinlich ganz, ganz schnell zu beantworten ist, welche drei Bücher oder welche drei Themen würden Sie uns empfehlen oder würdest du uns empfehlen, dass wir uns damit beschäftigen, wenn wir hier weggehen? Oder welche Bücher sollen wir lesen? Das ist gut. Der Nachteil, wenn man mehrere Fragen stellt, ist, dass der Antwortende sich natürlich welche aussuchen darf. Dafür bin ich ja hier. Ich hatte mal einen Kollegen, der gesagt hat, und ihr wisst ja auch wer, wenn Sie mich richtig verstanden haben, wenn Sie meinen, mich verstanden zu haben, dann habe ich mich vermutlich falsch ausgedrückt. Und deswegen wirst du von mir nicht erwarten, dass ich in der Öffentlichkeit über die nächsten geldpolitischen Schritte oder hypothetischen Entscheidungen spekuliere. Das würde ich jetzt zumindest nicht als verantwortliche Geldpolitik auffassen. Also das schafft eine gewisse Unruhe, die ich jetzt nicht befeuern möchte. Und drei Bücher? Drei Bücher, also du meinst jetzt keine Romane, sondern Fachbücher. Es gibt viele gute... Du darfst nicht dein eigenes nennen. Naja, das würde ich auch nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Das ist ja auch schon ein bisschen älter und sehr speziell. Also ich habe mich mit Zinszusammenhängen in der Währungsunion befasst. Das ist jetzt, bringt, glaube ich, heute nicht mehr so. Also es gibt zum Beispiel ein nettes Buch von Brunnermeier und Harold James, das so ein bisschen die Währungsunion historisch aufarbeitet und auch versucht zu verstehen, die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Währungsunion. Ihr kriegt ja von mir jetzt sozusagen die klassische Bundesbank-Sichtweise präsentiert, mehr oder weniger. Es gibt natürlich auch andere Sichtweisen, Gegenargumente. Und das ist in diesem Buch von Harold James und Markus Brunnermeier zum Beispiel ganz gut aufgefangen. Ich würde da jetzt nicht alles teilen. Da gibt es auch Passagen über die Bundesbank, die ich so nicht unterschreiben würde. Aber da kann man schon mal anfangen. Das ist ein dickes Buch. Ich würde sagen, fang damit an und dann sprechen wir wieder. Gut. Magst du weitermachen, Eva? Ich habe
eine weniger inhaltliche Frage. Und zwar hast du ja gesagt, dass das große Ziel deines Amts ist, für Preis- oder Finanzstabilität zu sorgen. Aber was sind dann dabei so konkrete Aufgaben? Also mal abgesehen von den regelmäßigen Treffen mit Herrn Draghi und in Basel. Wenn ich morgens zur Arbeit komme, was mache ich denn da? Genau, ja. Naja, das ist sozusagen die Aufgabe, die in der Öffentlichkeit am meisten wahrgenommen wird. Aber die Bundesbank hat ja sehr, sehr viele andere Aufgaben auch. Wir befassen uns zum Beispiel mit Bankenaufsicht. Herr Würmeling, ich weiß nicht, ob er die Diskussion verfolgt hat, ist ja bei uns im Vorstand verantwortlich für die Bankenaufsicht. Und in diesem System des SSM, also der Europäischen Bankenaufsicht, sind wir diejenigen, die beispielsweise mit der BaFin zusammen die Prüfer in die Banken schicken. So, das ist eine Aufgabe. Und ich habe also Tag für Tag sehr viele, wir nennen das schriftliche Verfahren, auf dem Schreibtisch. Da geht es um Entscheidungen, die Banken betreffen. Das oberste Entscheidungsorgan der Bankenaufsicht ist der EZB-Rat. Darüber kann man auch diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Aber das war nicht deine Frage. Und als Mitglied des EZB-Rats muss ich diese ganzen Entscheidungen treffen, wenn irgendwo ein Geschäftsführer ausgewechselt wird, wenn eine Bank eine Kapitalmaßnahme macht und, und. Also das ist sicherlich ein wichtiger Teil. Dann habe ich eine Behörde zu leiten mit 10.000 Mitarbeitern. Das erfordert auch viel Gespräche mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften. Es geht darum, natürlich eine Strategie auch festzulegen für die Bank, die Bank auszurichten. Wir sind für den Bargeldumlauf zuständig. Ich mache viel Öffentlichkeitsarbeit. Es geht um die technische Infrastruktur, die ihr alle benutzt durch eure Banken sozusagen. Da sind wir einer der wichtigsten Anbieter im Eurosystem mit den anderen großen Notenbanken und stellen beispielsweise da die Technik bereit. Also ich langweile mich bislang noch nicht. Und seit in den 8 Jahren. Und dann viele Auslandsreisen, also dann in den anderen Hüten, sozusagen Basel, muss ich Sitzungen leiten. Ich habe Vorstandssitzungen einmal in der Woche, da treffen wir uns und diskutieren die Angelegenheiten der Bank, die Beschlüsse, die wir als oberstes Organ der Bank zu fassen haben und, und. Wir haben auch ein schönes Geldmuseum. Also wir haben ja... Du bist jetzt nicht Museumsleiter. Du bist jetzt nicht Museumsleiter. Wir haben einen Museumsleiter, aber indirekt auch, wenn du möchtest. Du könntest ihn entlassen. Wir sind wahrscheinlich ein Beamter, also insofern ist das schwierig. Austauschen. Aber es gibt ja auch gar keinen Grund dazu, weil das ist eine exzellente Wahl natürlich. Zwei weitere exzellente Wahlen. Aber auch Personalentscheidungen gehören dazu. Also ich bin Disziplinarvorgesetzter, Disziplinarverfahren gehören zu meiner täglichen Arbeit. Wenn ein Mitarbeiter irgendein Problem hat, dann läuft das über meinen Schreibtisch. Wenn man mit dir jetzt von heute auf morgen unzufrieden ist, ja? Wer kann dich sofort entlassen? Hast du Pech. Wirklich? Ja. Also die Unabhängigkeit heißt ja... Du kannst nicht entlassen werden. Naja, wenn ich jetzt goldene Löffel klaue oder die Bank betrüge, dann gäbe es schon hinreichende Gründe. Aber das ist ja gerade der Knackpunkt, dass die Regierung nicht hinkommen kann und sagen, oh Gott, das gefällt uns jetzt nicht, was der sagt, wir hätten es gern anders, den wollen wir weghaben. Dann wäre er ja nicht unabhängig. Aber natürlich, wenn ich eine Straftat begehe, dann klar. Gut. Ja. Ihr beide. Mein Name ist Soleil. Ich habe eine Frage, und zwar betrifft diese Frage uns allen hier, unsere Rente später, beziehungsweise unsere Zukunft. Wie oder was denkst du darüber? Norwegen zum Beispiel hat ja einen Staatsfonds mit Öl. Und ich glaube, wir haben auch seit einigen Jahren einen Staatsfonds, der den Atomabbau finanziert. Was hältst du von der Idee, dass wir die Staatsüberschüsse, die wir erzielen jedes Jahr, dass wir einen Teil davon in einen Fonds packen und mit diesem Fonds später unsere Rente irgendwie mitfinanzieren? Ich habe mit dem Theo Weigel, der war mal bei einer Veranstaltung, mit dem habe ich mal drüber gesprochen, und der meinte, das wäre eigentlich eine machbare Idee. Ja. Du kannst das ja im Kleinen... Versuche dich kurz zu halten. Ja, ja, mache ich. Du kannst es ja im Kleinen selbst machen. Also die grundsätzliche Frage, wir haben ja ein umlagebasiertes System in der gesetzlichen Rentenversicherung, das ist das eine. Und im Übrigen ja noch Staatsschulden, insofern gibt es noch nicht so viel anzulegen, eher Schulden. Aber auf der anderen Seite, genau, die Frage, die du dir ja stellen musst, ist, legst du dein Geld lieber selber an oder hättest du gerne einen Ministerialbeamten, der für dich entscheidet und das Geld irgendwo anlegt? Das ist die Frage, die letztlich dahinter steht. Und meine Erfahrung ist jetzt, dass der Staat nicht immer der beste Anleger ist. Dann spielen dann vielleicht auch doch wieder politische Argumente eine Rolle. Ach, wir wollen dieses Ziel erreichen und jenes Ziel.
Und insofern muss man das eben durchdenken, bevor man da den Staat sozusagen mit einem großen Fonds, vor allem wenn das bedeutet, dass der Staat dafür Schulden aufnehmen muss. Ja, da muss er auf der einen Seite muss er sich finanzieren, das kostet Geld, dann legt er es wieder an. Also leg selber an dein Geld. Lea. Hallo, mein Name ist Lea Kos und meine Frage wäre, was machst du, wenn deine Position als Präsident der Bundesbank mit deiner Position bei der EZB kollidiert, wenn die Interessen da kollidieren? Ja, das, also du fragst, ob ich schizophren bin. Dann im Grunde, naja, ich habe ja den Luxus, dass ich unabhängig bin und insofern auch den Luxus, dass ich die Position vertreten kann, von denen ich überzeugt bin. Also deswegen gab es ja auch die inhaltlichen Differenzen, weil ich eine Position hatte, die vielleicht nicht unbedingt der Mehrheitsposition im EZB-Rat entsprochen hatte bei den Staatsanleihenkäufen, aber das war auch in Ordnung. Ja? So, und das ist ein Privileg meines Jobs und der Unabhängigkeit, dass ich von den Positionen, die ich vertrete, auch überzeugt sein muss. Also du fühlst dich jetzt nie zum Beispiel gebunden, dadurch, dass du ja selber in Deutschland aufgewachsen bist, dann zu denken, naja, wäre für uns vielleicht besser, wenn wir es auf europäischer Ebene trotzdem so und so machen. Naja, also das ist wieder ein bisschen eine andere Frage, die nicht ganz so einfach mit Ja oder Nein zu beantworten ist, weil ich schon glaube, dass, also wir entscheiden alle im EZB-Rat mit Blick auf den Euroraum, das ist klar. Aber ich würde schon sagen, dass es nicht ganz einfach ist, sich von seinem Umfeld komplett frei zu machen. Natürlich spielt es eine Rolle, ob ich auf dem Weg zur Arbeit durch Frankfurt fahre und da überall gebaut wird, die Wirtschaft brummt, oder ich auf dem Weg zur Arbeit sozusagen lauter arbeitslose Jugendliche sehe, wie in manchen anderen Ländern. Ich glaube schon, dass einem das prägt und die Wahrnehmung prägt. Natürlich spielt auch dein eigener Erfahrungshintergrund eine Rolle. Also das macht ja gerade die Vielfalt im EZB-Rat auch aus. Wenn wir alle gleich ausgerichtet wären, wie gesagt, dann müssten wir auch nicht diskutieren, sondern die Diskussion lebt ja auch davon, dass jeder seine eigenen Informationen, seinen eigenen Erfahrungshintergrund einbringt, ohne dass er jetzt, dass es darum geht, ob das dem Land nützt, dem eigenen oder nicht. Das ist die Geldpolitik. Dann gibt es aber ja auch noch andere Rollen, die ich habe, wo es durchaus darum geht, Deutschland zu vertreten. Also ich bin ja beispielsweise, so kommt auf deine Frage, was ich so jeden Tag mache, Gouverneur beim Internationalen Währungsfonds und vertrete damit Deutschland beim Internationalen Währungsfonds mit dem Finanzminister. Und das mache ich auch bei den G20-Treffen der Notenbankgouverneure und Finanzminister. Und da ist natürlich klar, dass man da auch die nationale Position repräsentiert, an der man ja auch mitarbeitet und die man auch mitbestimmen kann. Gut, der junge Mann da vorne in der Mitte hat schon eine ganze Weile gewartet. Hallo. Hallo, ich bin Albert. Ich habe eine Frage zur Rolle Europas in der Welt. Also auch mit unseren eigenen Querulanten und Problemen ist Europa doch auf der Weltbühne relativ gesehen ein relativer Stabilitätsanker. Dann möchte ich dich fragen, aus deiner Sicht, was ist die Rolle oder soll es eine Rolle geben für die europäische Geldpolitik, das zu unterstützen, diese Rolle zu unterstützen oder ja, wie sie das mal tun könnte? Also, du möchtest mal eine kurze Antwort. Wir tun das am besten, indem wir Preisstabilität sichern. Indem wir unsere Aufgabe machen, das Kernmandat erfüllen, sorgen wir dafür, dass der Euro eine stabile Währung ist. Und damit leisten wir den besten Beitrag, den die Notenbank tun kann für Wirtschaftswachstum, aber auch für politische Stabilität. Wollen wir gleich mit dir weitermachen? Okay. Hallo, ich heiße Lena. Ich habe eine Frage zur Geldpolitik der EZB. Und zwar, was kann die EZB machen, um ihre politischen Entscheidungen transparenter der europäischen Bevölkerung und den europäischen Parlamenten näher zu bringen? Das steht ja auch ab und zu in der Kritik. Könnt ihr nicht öffentlich tagen? Könnt ihr das nicht livestreamen? Nein, wir sind ja schon transparenter geworden. Also ich finde, das ist eine total wichtige Frage, weil das ja sozusagen auch die aktuellen Diskussionen berührt über Entfremdung und die da oben versus wir da unten und diese Unzufriedenheit, die manche ja haben, auch mit diesem wahrgenommenen Mangel an Transparenz sicherlich zusammenhängt. Und vielleicht noch eine Vorwegbemerkung von meiner Seite, was wir festgestellt haben in unseren Umfragen, die wir regelmäßig machen,
ist, dass Wissen und Vertrauen positiv zusammenhängt. Also wenn du weißt, wie die Notenbank funktioniert, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass du ihr vertraust. Und das begründet unsere ja sehr umfangreichen Aktivitäten beispielsweise im Bereich der ökonomischen Bildung. Also wir unterhalten ja kein Geldmuseum, weil wir da jemanden haben, der Museumsdirektor spielen möchte, sondern weil wir meinen, dass wir unsere Kernaufgabe damit besser erfüllen können, weil wir ja die Menschen erreichen wollen und ihr erklären wollen, was machen wir eigentlich, wie funktioniert eine Notenbank, welche Restriktionen haben wir, wie entscheiden wir. Das ist genau die Aufgabe des Geldmuseums. Aber deine Frage ging noch ein bisschen tiefer. Ja, nicht nur, und die Bundesbank macht noch ganz andere Aktivitäten, wir geben Bücher raus, für Schulen geben wir Material raus, wir haben einen Internetauftritt, der hoffentlich einigermaßen verständlich ist, wir machen so Veranstaltungen wie heute, das gehört ja alles in diesen Kontext, aber deine Frage bezog sich ja eher auf die Transparenz auch unserer Entscheidungen. Und da haben wir einen ganz wichtigen Schritt beispielsweise dadurch getan, dass wir jetzt die Protokolle veröffentlichen. Also du kannst ja mit ein bisschen Zeitverzug nachlesen, wie die Diskussion im EZB-Rat verlaufen ist. Mit den wesentlichen Argumenten, mit auch einem Gefühl dafür, wie viele für welches Argument sich erwärmen konnten. Und das ist meines Erachtens auch ein Beitrag zur Transparenz. Die Pressekonferenzen des EZB-Präsidenten nach unserer geldpolitischen Sitzung, also gestern, sind auch verfolgbar für jeden von euch im Internet. Also wenn euch das interessiert, schaut euch das an. Und dann könnt ihr sehen, wie der EZB-Präsident auf die Fragen antwortet und bekommt, glaube ich, ein ganz gutes Bild über die geldpolitische Diskussion und die Lage der europäischen Wirtschaft. Und dann kann man sich immer fragen, kann man weitergehen? Zu lang? Kann man weitergehen? Kann man ja noch 5 Minuten verlängern nachher oder so. Die Herausforderung bei uns ist halt, wie gesagt, dass man vermeiden muss, dass das dann wieder zerfällt in nationale Diskussionen. Dass dann einer sagt, oh, mein Vertreter im EZB-Rat, und wir sind ja nicht die Vertreter der nationalen Interessen, der hat das und das gesagt und so. Das muss man vermeiden. Also das ist bei uns sicherlich schwieriger als in anderen Konstellationen, wie beispielsweise der FED. Aber auf der anderen Seite überlegen alle Notenbanken sich im Moment auch Formate, näher zu den Bürgern zu kommen. Die Bank of England macht Townhall-Treffen. Da fahren die raus aufs Land, laden ein paar hundert Bürger ein und diskutieren dann mit ihnen. Das ist so ähnlich wie hier, nur in alt. Bist du durch? Ich bin durch, gut, danke. Dann haben wir da vorne unsere nächste Fragestellerin. Hallo. Hallo Jens, mein Name ist Ann-Sophie und ich habe eine Frage. Ich wohne in der Nähe von Basel und wollte einfach mal fragen, ich weiß, du hast keine Glaskugel, aber was meinst du, wie sich Basel IV auf unsere Bankenstruktur, bei Basel III hat sich ja schon, ja, durch zu Fusionen hat es bei Banken geführt, Basel III, wie wird sich Basel IV auf unsere Bankenstrukturen auswirken? Und ich habe noch eine ganz kurze Buchempfehlung, Die Kreatur von Jekyll Island. Die ist sehr gut. Na, also du kriegst wahrscheinlich noch ein paar hundert Empfehlungen heute Abend und eine große Einkaufsliste. Naja, die höheren Eigenkapitalanforderungen, die wir nach der Krise gestellt haben, die sollen in der Tendenz schon dazu führen, dass der Größenvorteil, den Banken haben, dass sie den nicht mehr abschöpfen können, so wie das in der Vergangenheit der Fall war. Also eine Bank hat ja im Grunde durch dieses Too-Big-to-Fail-Problem so eine Art implizite Versicherung, von der sie auch profitiert. Wenn ihr alle glaubt, dass eine große Bank gerettet wird, dann ist das Konto dort auch sicherer, dann gibt man der das Geld ein bisschen günstiger und diesen Vorteil sollte die Regulierung ja abschöpfen. Insofern führt das schon dazu, dass der Größenvorteil, den Banken haben, dass der etwas genommen wird beispielsweise. Zufrieden? Gut, dann machen wir auf dem Flügel da weiter mit der jungen Frau auf der Treppe. Da rechts. Hier. Und so viele hier. Junge Frauen da, genau. Okay, ich bin Charlotte und ich würde noch mal ganz kurz zurückrudern und zwar zum Bargeldthema. Da hatte ich eigentlich, weil wir darüber ja diskutiert hatten, eine Frage aber an alle diesmal. Und zwar ging es ja darum, dass du mit jemand an der Toilette darüber gesprochen hast und verwundert warst, dass jemand Junges, also relativ Junges, dann doch eher für Bargeld war. Da dachte ich so, komisch, also ich bin auch für Bargeld eher. Und deswegen meine Frage an alle, vielleicht durch Handzeichen kurz, wer wäre denn überhaupt für eine Abschaffung, also eine komplette Abschaffung des Bargeldes?
Okay, danke. Also ca. 25%. Aber jetzt habe ich eine Frage an die, die sich gemeldet haben, und damit haben wir wahrscheinlich dann auch den Rest des Abends verplant. Warum denn abschaffen? Also warum soll nicht jeder entscheiden, wie er bezahlen will? Also wenn Sie und Ihre Freundin vor der Toilette mit Bargeld bezahlen möchte, dann sollen Sie das auch tun. Ich mache das auch noch gerne. Und das ist für bestimmte Zahlungsvorgänge eben einfach auch effizient. Warum muss ich die Bürger in eine bestimmte Zahlungsform zwingen? Ja, musst du antworten. Also es entspricht zumindest nicht meinem freiheitlichen Ansatz. Ich bin ja immer für Wahlfreiheit. Möchte jemand die Frage beantworten? Ich würde sagen, wir machen das, die können ja auf dich zukommen. Waren ja nicht so viele. Ja. Wir machen aber weiter. Da vorne, der Nächste. Ja, ich bin Frank und meine Frage knüpft da genau an. Ja. Denn wir haben im Panel vorher haben wir über Digitalisierung geredet. Jetzt hast du ja vor 20 Minuten ungefähr das Verhältnis vom Individuum gegenüber dem Staat betont, dass wir alle so entscheidungskräftig bleiben sollen, dürfen sollen und so weiter. Und jetzt wurde die Veranstaltung hier vorher aber so ein bisschen dahin gebaut, dass Algorithmen und so weiter ja auch für die EZB und für diese Währungs- und Geldgeschichten eine zunehmende Rolle spielen. Jetzt frage ich dich, wie können wir denn als Individuen unsere Entscheidungshoheit gegenüber so Algorithmen, die ja viel schneller, ein Wimpernschlag wurde vorhin gesagt, ja, die also viel schneller reagieren als wir, wie können wir da unsere Entscheidungshoheit überhaupt behalten? Ja, ich meine, das ist eine schwierige Frage, die ich dir als Geldpolitiker nicht wirklich beantworten kann. Wir haben ja noch keinen Algorithmus, der für uns die Geldpolitik macht, weil wir der Überzeugung sind, dass die Diskussion im Rat am besten am Ende ein abgerundeteres Ergebnis führen. Wie wir in der Bank solche Methoden einsetzen, ist im Grunde eher mit dem Ziel, Arbeit zu vereinfachen, letztlich den Mitarbeitern zu erlauben, auch sich auf analytischere Tätigkeiten zu fokussieren. Und wenn du es in Bezug auf die Institute beispielsweise, Finanzdienstleister bezogen hast, die Frage, dann ist aus bankenaufsichtlicher Sicht natürlich die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen ganz entscheidend. Das ist ja dein Punkt. Wir haben da als Kunde sozusagen Algorithmen uns gegenüber und wissen gar nicht, warum der Kreditvertrag abgelehnt worden ist beispielsweise. Ja. Und insofern ist auch in dem Fall die Dokumentation und das Nachweisen der Entscheidung ganz, ganz wichtig. Und bei der Aufsicht haben wir den Ansatz, dass wir eigentlich nicht unterscheiden wollen, welche Technologie angewandt wird, sondern wir wollen nach Risiken klassifizieren und vor allem wollen wir allen die gleichen Anforderungen auferlegen. Also auch da müsste man dann nachweisen beispielsweise, wie funktioniert der Algorithmus, warum hat er das gemacht? Eine Nachfrage, das klang vorhin so ein bisschen so durch, als wenn der normale Kunde, der normale Bürger im Grunde genommen so ein bisschen vielleicht auch ahnungslos ist gegenüber den Risiken, die er eingeht, aber ihr, die ihr in den Institutionen sitzt, ihr habt tolle Ahnung und entscheidet dann darüber. Nee, also so würde ich das jetzt nicht, also ich sitze jetzt nicht im Kreditinstitut. Also ich denke mal, am Ende des Tages muss man sich auch der Begrenzungen von diesen neuen Möglichkeiten bewusst sein. Also ich möchte mal ein Beispiel nehmen aus meinem engeren Bereich. Natürlich kann ich durch neuronale Netze, das ist ja auch nichts Neues, das, schon als ich studiert habe, war das ein Thema, kann ich Prognosen machen. Und die sind vielleicht in der kurzen Frist zumindest gar nicht so schlecht. Aber als Ökonom möchte ich ja die Zusammenhänge verstehen. Und insofern ist es bei uns auch so, dass wir uns jetzt nicht nur auf diese unstrukturierten, ich pass mal auf, das ist eine, super, auf diese unstrukturierten Modelle verlassen würden, ja, sondern das ergibt letztlich ein Gesamtbild. Also auf der einen Seite diese unstrukturierten Modelle, wo du einfach Daten reinschmeißt und dann kommt irgendwas raus. Auf der anderen Seite dann Strukturmodelle, wo du natürlich viel mehr Annahmen treffen musst, viel mehr Restriktionen auferlegst, aber dafür besser verstehst und vielleicht auch Dinge über das Funktionieren der Wirtschaft lernen kannst. Und dann spielt natürlich gerade in der Volkswirtschaft auch noch das Bauchgefühl eine gewisse Rolle. Also Gespräche, die du führst mit Unternehmern, die dir vielleicht auch einen Eindruck vermitteln über die Investitionsbereitschaft, über die Konsumlaune. Und das gibt zusammen dann ein Bild. Also ich würde mich persönlich jetzt nie auf, auch wenn das ein Element ist, nie auf nur einen so einen Algorithmus verlassen. Was ja nicht heißt beispielsweise, dass wir
Wir sind ja auch Statistik, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Statistikproduzent. Wir produzieren viele offizielle Statistiken, sammeln Daten ein, bereiten die auf und veröffentlichen sie dann. Das ist ein typischer Bereich, wo man Mitarbeiter auch entlasten kann, dass sie Tag für Tag Tabellen durchgehen und schauen, ob es da Ausreißer gibt. Da ist vielleicht künstliche Intelligenz besser geeignet und der Mitarbeiter macht dann bessere Analysen damit. Trotzdem muss er noch verstehen, warum da ein Fehler ausgeworfen wird. Also ich weiß nicht, ob das deine Frage, du hast glaube ich eher abgestellt auf die Kreditwirtschaft als auf die Notenbank, aber das ist so, wie ich es einsetzen. Wir haben noch 10 Minuten jetzt, Jens. Lasse ist sehr ärgerlich, dass er bisher nicht drangekommen ist, darum kommst du jetzt sofort ran. Und wenn die jetzt nicht geil ist? Ja, der letzte große Crash ist jetzt 10 Jahre her. Es gibt ein paar besorgniserregende Entwicklungen, seien es jetzt steigende Konsumentenkredite in den USA, Handelskonflikte oder auch finanzielle Instabilität in den südlichen Euro-Ländern. Wo siehst du das nächste Pulverfass, was knallt? Und wenn es knallt, wie stark knallt es dann? Naja, das ist ja im Grunde so ein bisschen verwandt mit der Antwort von vorhin. Das kann dir keiner mit Sicherheit sagen. Was wir machen können, ist so ein bisschen die Landschaft scannen und schauen, wo wir meinen, dass Risiken entstehen können. Und im Bankenbereich sind das sicherlich auch neue Risiken, wie beispielsweise Cyber-Risiken, die eine Rolle spielen. In dem Bereich, den du angesprochen hast, sind vielleicht auch, ich würde jetzt eher Firmenkredite auch und die Verbriefung dieser Firmenkredite in manchen Bereichen als Thema sehen, das wir enger beobachten müssen, weil immer dann es besonders riskant wird, wenn diejenigen, die die Entscheidung treffen, am Ende die Risiken einfach loswerden. Ja, und das zeugt dann, das war ja so ein bisschen auch bei den Verbriefungen in der letzten Krise der Fall. Und irgendwann sagen sich die dann, die die Kreditentscheidung treffen, die Risiken bleiben sowieso nicht auf meine Bilanz, ich werde sie schnell los. Da gibt es so viele, die ganz wild drauf sind, das zu kaufen. Gerade im Niedrigzinsumfeld steigt ja dann das Interesse, eine gewisse Rendite noch zu bekommen. Und dann schaue ich gar nicht so genau hin. Das ist so ein typischer Fall. Und das würde ich aber jetzt weniger im Konsumentenkreditbereich sehen. Man kann es ja auch. Also normalerweise seid ihr immer die Positiven und wir Notenbanker so die Probleme sehen. Es gibt aber durchaus ja auch Positives. Die Probleme in Argentinien beispielsweise, Türkei, haben nicht ausgestrahlt. Also die Weltwirtschaft hat sich ja als relativ robust erwiesen. China ist im Moment in einem Transformationsprozess, der auch immer wieder eine Rolle spielt bei unseren Diskussionen der Weltwirtschaftslage. Und da ist jetzt die Frage, inwieweit ist das ein geordneter Prozess, der vielleicht sogar, um auf die Frage von vorhin zu kommen, die Leistungsbilanzungleichgewichte der Welt teilweise korrigieren kann und insofern gesund ist. Also der Wandel hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft, einer eher binnenwirtschaftlich orientierten Gesellschaft, die nicht mehr so starken Wert auf Exporte legt. Oder inwieweit könnte dieser Prozess zu Disruptionen, zu Unfällen auf dem Weg führen? Also das ist auch ein Thema. China spielt eine große Rolle, auch steht ja auch zum Teil hinter der Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums. Aber das ist jetzt kein Finanzstabilitätsrisiko im eigentlichen Sinne. Da diskutieren wir dann dort eher die Schattenbanken zum Beispiel. Gut. Ich muss kurz antworten. Wir machen die beiden jetzt zusammen. Okay. Hallo? Ja. Das ist schade, weil ich wollte eigentlich 2 ganz kurze Fragen stellen. Das eine ist, wie viel Schlafenszeit hat man als Bundesbankenpräsident? Weil ich habe mal gehört, dass Frau Merkel 4 Stunden jeden Wochentag schläft und 6 Stunden an den Wochenenden. Und ich wollte mal fragen, wie sich das vergleicht. Und die andere, etwas wirtschaftlichere, Keynes hat 1944 war das bei der Bretton Woods Konferenz den Banker ins Spiel gebracht. Ist das also im Grunde das Prinzip, dass wir nicht freie Wechselkurse haben oder so leicht regulierte, sondern wir haben eine Pseudowährung, die sozusagen als Ausgleich dient und alle, die sozusagen auch Exportüberschüsse in einem gewissen Maß oder Importüberschüsse in einem gewissen Maß sanktionieren würde. Wenn jetzt du die Wahl hättest zwischen dem freien Wechselkurssystem, das wir jetzt haben, oder diesem System, technische Details und politische Machbarkeit völlig abgesehen, würdest du dieses Banker-System oder das freie Wechselkurssystem bevorzugen? Deine persönliche Meinung als Jens Meyer. Freie Wechselkurse 7 Stunden. Freie Wechselkurse in 7 Stunden. Nein, aber also das Schlafbedürfnis ist sehr unterschiedlich. Manche Leute brauchen weniger, manche mehr. Hm. Ich glaube, ich komme so auf 6 Stunden, 7 Stunden, je nachdem, ja, würde ich sagen, ja. Freie Wechselkurse war die Antwort. Du. Ja. Hi, siehst du den, also mich würde es gerne interessieren, ob du den Klimawandel volkswirtschaftlich und geldpolitisch eher als Chance oder als Last siehst.
Naja, der Klimawandel ist sicherlich für uns alle eine Last. Es geht ja darum, ihn zu verhindern sozusagen und womit wir uns auseinandersetzen, aber eher als Bankenaufseher denn als, oder als Finanzstabilitätswächter denn als Geldpolitiker ist die Frage, was das für die Stabilität des Finanzsystems bedeutet. Das ist ja ein tiefgreifender struktureller Wandel. Manche Geschäftsmodelle werden obsolet, der Wert der Firmen verändert sich und das ist eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen. Die Bank of England hat da sehr viel Arbeiten gemacht und ist auf dem Gebiet auch führend. Und das spielt auch bei unseren Prüfungen, Diskussionen mit den Banken eine Rolle. Die vergeben ja Kredite. Ja? Und die Frage, wie werthaltig der Kredit ist, hängt natürlich auch vom Geschäftspartner ab und von der Frage, ob der noch ein Geschäftsmodell hat oder nicht oder wie sich das verändert. Magst du den da rüberwerfen? Das wäre dann der Nächste. Wir werfen ihn zu uns und dann werfen wir es weiter. Tut mir leid, du warst spät. Okay. Also, aber ich war zu schwach. Tut mir leid. Okay. Ja, wir haben nur noch 5 Minuten. Ich habe hier noch 3 und du bist jetzt der Letzte auf dieser Seite. Okay. Jawohl. Ja klar. Ja, also vielen Dank. Mein Name ist Felix Sproll. Ich habe 2 Fragen. Eine, die habe ich mir schon länger überlegt. Die andere kam spontan. Dann nur die eine. Es geht ja dieses Wochenende auch um Europa und es wird ja immer wieder auch ein EU-Budget, ein EU-Haushalt diskutiert, auch mit einem eigenen EU-Finanzminister. Und ich wollte einfach mal fragen, welche Vor- und welche Nachteile siehst du da, Jens? Naja, ich glaube, es macht vor allem dann Sinn, wenn man bereit ist, über die Finanzpolitik gemeinschaftlich zu entscheiden. Also ich abstrahiere mal vom Finanzminister, was ich eher für eine sozusagen symbolische Frage halte. Die Frage ist ja, brauchen wir ein gemeinschaftliches Budget, damit die Währungsunion funktioniert. Und gleichzeitig möchte man aber auch immer verhindern oder vermeiden, dass dadurch Fehlanreize ausgelöst werden, dass sozusagen diejenigen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben oder sozusagen über ihre Verhältnisse gelebt haben, sich in diesem Topf dann bedienen, ohne für ihre Entscheidungen einstehen zu müssen. Und das ist genau die Herausforderung. Viele dieser Modelle, die derzeit diskutiert werden, die nehmen ja ganz explizit an, dass das nur für die Länder zugänglich ist, die sozusagen eine solide Haushaltspolitik betreiben, die Haushaltsregeln einhalten. Aber dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum der Kapitalmarkt diese Aufgabe nicht sozusagen erledigt, das Land und seine Aufgaben über den Konjunkturzyklus zu finanzieren. Das ist ja der normale Fall, wenn die Konjunktur schlecht läuft, dann habe ich natürlich weniger Einnahmen, mehr Ausgaben und das mache ich über den Kapitalmarkt. Und normalerweise funktioniert das auch. Und das ist so ein bisschen der Widerspruch in diesem Ansatz. Auf der anderen Seite gibt es ja schon seit jeher im europäischen Haushalt Konvergenzfonds. Und die derzeitige Diskussion geht ja eher in die Richtung. Also kann ich Mittel bereitstellen, um eine gewisse wirtschaftliche Konvergenz zu unterstützen. Und das ist aber dann auch für eine Größenordnung was ganz anderes. Gut. Siehst du die junge blonde Dame da? Die stellt jetzt die Frage und ihr Kumpel daneben danach. Hi, ich bin Svenja und meine Frage knüpft an eine Antwort von dir eben an zum Thema China. Und zwar war ich letztes Jahr auf einer Summer School zum Bereich The Next Financial Crisis and Europe. Und da war so ein bisschen die Quintessenz, dass in den nächsten Jahren dem chinesischen Finanzmarkt auf jeden Fall wohl eine Finanzkrise bevorsteht und dass das auch das europäische Finanzsystem stark beeinflussen wird. Und wie hoch siehst du denn da die Gefahr oder wie abhängig sind wir generell von anderen Finanzkrisen, die wir nicht selber beeinflussen können? Wir haben ja gesehen, dass die letzte Krise eben auch aus den USA zu uns übergeschwappt ist. Es hat ein bisschen gedauert, bis man die Verknüpfungen alle verstanden hat. Und die Antwort darauf war ja, dass wir uns gemeinschaftliche Regeln gegeben haben. Und deswegen ist dieser gemeinschaftliche Ansatz der G20 aus meiner Sicht eben so wichtig. Der setzt sich ja dann fort im FSB. Also die Gremien sind ja miteinander verwoben über die Mitgliedschaften und das FSB hat ja im Grunde die Antworten darauf formuliert und da werden ja auch diese Diskussionen geführt und deswegen ist es auch so wichtig, dass man diese Institutionen nicht untergräbt. Hat dein Sitzpartner daneben auch noch eine Frage? G20 auch und so. Also eine der... 20? Bitte? Aber das sind ja auch nicht alle, oder? Also sind ja auch nur 20. Nee, das sind nicht alle, aber das... Also
das ist ja immer eine Abwägung zwischen, zwischen sozusagen genug am Tisch haben und klein genug sein, um noch vernünftig diskutieren zu können. Also wenn ich 200 Leute am Tisch habe, dann wird die Diskussion vermutlich nicht mehr sehr lebhaft sein. Das ist dann zu viel. Wenn ich nur die G7 habe, und das ist ja die Lehre aus der Krise gewesen, dann reicht es auch nicht aus. Und deswegen ja die G20, die ja in Bezug auf die Wirtschaftskraft den Großteil der Weltwirtschaft repräsentieren, aber eben nicht die Entwicklungsländer im ausreichenden Maße. Aber für die Fragen, die du gestellt hast, nämlich Finanzstabilität und sozusagen Verknüpfungen zwischen den Ländern, ist das vielleicht auch ausreichend. Ja, gleich daneben. Hallo, ich bin Konstantin, wir haben uns eben vor der Toilette unterhalten. Das war extrem produktiv, ja, ich aber muss, du warst nicht der mit dem Geldschein, genau. Ja, ich muss mich nochmal dazu melden, weil ich so den Eindruck habe, dass die Debatte geführt wird von, ja, womit liebäugelt man mehr, was mag man mehr, Bargeld oder, ja, oder bargeldloses Bezahlen. Aber dabei geht es ja auch noch um was anderes, weil für jeden Euro, den ich abhebe, der tut der Bank ja dahingehend weh, dass die für diesen Euro mit euch im Austausch sein müssen. Wenn ich jetzt allerdings nur, ja, Buchgeld hin und her schiebe, dann kann ja jede Bank Buchgeld quasi erstmal frei schöpfen, ohne dafür mit der Zentralbank in Austausch treten zu müssen. Ist das nicht auch eine Gefahr, dass man, wenn man zu wenig Bargeld mehr im Umlauf hat, dass man da wieder ein Stück Verantwortung an die Banken abgibt, und die Vergangenheit hat gezeigt, dass die damit nicht so gut umgehen können? Ja, das ist ja im Grunde diese Folge, also du hast es ein bisschen anders aufgestielt, aber die Vollgelddiskussion, die ja in vollem Gange ist, beispielsweise in der Schweiz, auch mit einer Volksabstimmung dazu. Also die Frage, wie viel Kontrolle braucht die Notenbank eigentlich über die Geldmenge und überlasse ich den Geschäftsbanken die Geldschöpfung? Und da ist meine Antwort drauf, dass die Banken stabil sind, ist Aufgabe der Bankenaufsicht und der Finanzstabilitätsanalyse. Ja, deswegen sind die ja da. Und ich glaube aber, dass die Banken besser in der Lage sind, also die Konsequenz von so einer Vollgeldinitiative ist ja unter anderem, dass beispielsweise das Volumen der Geldschöpfung im Geschäftsbankenbereich nicht mehr atmen kann im Konjunkturverlauf. Und dann würde ich sagen, ist ein wichtiger Selbstregulierungsmechanismus dann auch verloren oder stark eingeschränkt. Also wichtig ist, darauf zu drängen, dass die Banken ordentlich beaufsichtigt sind, dass sie ordentlich reguliert werden und dass die Interaktionen verstanden werden. Das ist der Punkt. Gut, und die letzte Frage kommt von, ich weiß leider nicht, wie du heißt, aber du hast dich gefühlt am längsten gemeldet. Ja, ich bin Jakob und meine Frage an dich wäre, inwiefern hat sich dein Arbeitsalltag in den letzten Monaten durch den Brexit verändert? Wie oft musst du länger arbeiten? Wie oft werden dir Dokumente vorgelegt, die irgendwas damit zu tun haben? All sowas. Ja, das spielt, also der Brexit spielt natürlich eine große Rolle für uns, weil ein ganz wichtiger Bereich ja auch war beispielsweise, wie gehen wir mit den Banken um, den britischen hier bei uns und umgekehrt. Und da waren wir als Bankenaufseher gefordert. Wir waren gleichzeitig in ganz engem Austausch mit der Bank of England in Bezug auf die zentralen Gegenparteien. Und insofern waren das sehr technische, aber auch sehr wichtige Themen, die, glaube ich, viele in der Bundesbank, im Eurosystem und bei der Bank of England beschäftigt haben. Und ich würde sagen, den Bereich, den durchdringen wir inzwischen relativ gut, mit seinen Folgen, mit seinen Konsequenzen. Es gibt ja auch Entscheidungen der Kommission inzwischen, die für den Fall eines ungeordneten Brexits vorsorgen soll. Aber das ist ja auch nur ein Teilaspekt des Brexits, der uns dann als Geldpolitiker betrifft. Das geht ja hin bis zu, in Anführungszeichen, ganz banalen Fragen. Wie viele Lastwagen können eigentlich in Dover abgefertigt werden, wo dort keine Zollkontrollen bislang stattgefunden haben? Ja? Und hat das nicht angesichts der globalen Verflechtungen, die wir haben, also die Produktionsketten sind ja sehr engmaschig und international, da werden Güter nach England geschickt, dann werden sie wieder zurückgeschickt und alles just in time. Was bedeutet das denn, wenn da plötzlich so viel Sand im Getriebe ist? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, zu dem wir als Notenbanker allerdings nur Analysen beitragen können und keine Lösungen. Vielen Dank an all eure Fragen. Ihr könnt euch ruhig mal selbst applaudieren, finde ich. Ich würde auch applaudieren.
Ich habe vielleicht noch eine kurze letzte Frage. Mich hat mit der Bundesregierung diese Woche das Thema Oxfam-Studie interessiert. Die Bundesregierung findet die Studie jetzt nicht so hilfreich, nicht so nachvollziehbar. Oxfam sagt, dass in Deutschland das reichste 1% so viel Vermögen hat wie die unteren 87%, also wie wir alle hier. Ist das für dich eigentlich ein Thema? Ist das ein Problem oder ist das einfach, hat das nichts mit deiner Arbeit zu tun? Ja, die Vermögensungleichheit in unserem Land. Das ist für mich als Bürger ein Thema natürlich, genauso wie es für dich eins ist. Und wir haben uns auch als geldpolitische Institution mit der Frage auseinandergesetzt, aber unter einem anderen Aspekt, nämlich wir haben ja in Deutschland die Diskussion gehabt, Enteignung der Sparer beispielsweise, Geldpolitik schadet ganz bestimmten Teilen der Bevölkerung und andere Länder vielleicht profitieren davon. Also wir haben ja auch diese grenzüberschreitenden Verteilungsfragen und deswegen haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt in einem Monatsbericht. Also insofern weitere Lektüre auf deiner Liste, Bundesbank Monatsbericht, kommt sogar einmal im Monat, wird immer mehr, mit vielen interessanten Aufsätzen. Und da war genau der Punkt, dass wir am Ende gesehen haben, es gibt Verteilungswirkungen in Bezug auf das Vermögen, in Bezug auf das Einkommen, die aber nicht so eindeutig sind, wie man in der öffentlichen Debatte manchmal den Eindruck gewinnen könnte. Die entscheidende Frage für uns ist ja, darf das eine Rolle spielen bei unseren geldpolitischen Entscheidungen? Fangen wir jetzt an zu sagen, wir hätten gerne diese Verteilung oder jene Verteilung? Und da würde ich sagen, nein, je mehr wir die Geldpolitik mit anderen Zielen überlasten, desto mehr politisieren wir auch die Notenbank und desto weniger erreichen wir unser eigentliches Ziel und werden dann zu Recht dafür kritisiert. Vielen Dank, Jens Weidmann. Ich hoffe, dass ich dich irgendwann mal bei Jung und Naiv begrüßen kann, dass ich mal so ein... Genau, sage ich dazu. Ja? Ja. Dann musst du mal ins Mikro sagen. Also, glaubst du mir doch auch so, oder? Ich sage, ich weiß noch nicht wann, aber ich sage dazu. Ja, ja. Gut. Genau. Cool. Dankeschön an euch alle.